Moin und hallo, herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Feuerwehr Skies, einem der vielleicht besten Survival-Spiele derzeit. Wir haben das vor einigen Monaten schon mal gespielt, ganz zu Beginn der Early Access. Und damals habe ich gesagt, ey, mir gefällt das Spiel richtig gut. Und ich werde in einigen Monaten nochmal reinschauen, wenn es neuen Content gibt. Und dieser Tag ist jetzt gekommen, denn es gibt auch ein Update, was neue Kämpfe, Locations und Mechanismen hinzufügt. Und das ist natürlich ein perfekter Anlass, um jetzt mal wieder reinzuschauen. Und passenderweise wurde ich auch eingeladen vom Publisher Far From Home, das Ganze im Rahmen einer Kooperation zu machen. Da habe ich natürlich gesagt, Hammer! Das passt perfekt, weil ich dieses Spiel so oder so Hammer finde und damals ja auch relativ lang gespielt habe in der einen Session, die wir gemacht haben. Könnt ihr gerne nochmal übrigens nachholen bei mir auf dem YouTube-Kanal, wo ihr wahrscheinlich jetzt sowieso seid, es sei denn, ihr seid jetzt live dabei. Und wir stürzen uns jetzt aber mal in ein neues Spiel. Ich hätte eventuell ja auch, ich weiß gar nicht genau, den alten Spielstand noch weiter zocken können. Aber das mache ich nicht, weil, guck mal, hier ist er noch. 27.06.2023, also über ein Jahr lang ist es her. Und wir waren da schon bei Tag 9. Ich weiß nicht genau, wie das so ist mit den ganzen Updates und so weiter. Aber da die meisten von euch ja frisch hier sind, fangen wir auch frisch an. Und spielen das Ganze mal auf normal. Hunger- und Durstanzeige fallen mit normaler Geschwindigkeit. Verlust von 20% der grundlegenden Ressourcentypen bei Tod. Damit machen wir jetzt weiter. Bedanken uns bei Grizzly für den Support. Und an euch der Hinweis, ihr könnt euch Informationen zu diesem Spiel im Chat holen. Mit dem Chatbefehl Ausrufezeichen Forever. Oder bei mir auf Twitch auf dieser kleinen Grafik einmal draufklicken. Und dann kommt ihr direkt zum Spiel und werdet, wenn euch das jetzt gefällt, mit einem Rabatt von 25% belohnt. Das noch bis zum 19.09. Also habt ihr Stand jetzt noch 3 Tage 25% auf Steam zu sparen. Wir fangen an damit, mit normal. Und wenn wir merken, wir sind zu krass im Surviven, dann können wir einfach nochmal höher stellen. So. There will be no other end of the world. A song on the end of the world. Wir befinden uns auf der Erde, die durch Umweltkatastrophen zu einem ziemlich üblen Ort geworden ist. Wir haben ein Luftschiff, mit dem wir durch die Gegend fliegen und looten und craften und kämpfen. All das, was wir wollen in dem Spiel, ist damit drin. So, wir kommen jetzt erstmal hier. Ihr könnt gern, wie immer, zum Ton sagen, laut, leiser. So, Emergency Landing, das heißt, wir sind quasi mit unserer Rettungskapsel hier abgestürzt. Wenn man durchs Fenster blickt, sieht man schon, oh mein Gott, was eine grüne Suppe. Nehmen wir mal das Ding hier erstmal. Also, Notrufsignal, Beschreibung. Nachdem wir über Monate kein Lebenszeichen von Sagittarius 2 hatten, erreichte uns ein Notrufsignal. Danach wurde es wieder still. Das ist unsere einzige Chance. Niemand weiß, was dich dort erwartet, aber wenn es eine Chance gibt, dass sie ein Heilmittel gefunden haben, dann können wir vielleicht überleben. Du musst um jeden Preis dieses Heilmittel finden. Unser aller Schicksal hängt von dir ab. Die Arche. So, dann haben wir hier, das nehmen wir auf jeden Fall, den Erste-Hilfe-Kasten nehmen wir mit. Können wir später konsumieren und es geht ja noch einigermaßen. Ansonsten ist, glaube ich, hier in dieser Kapsel nicht mehr allzu viel zu finden. Los, los, muss aufgehen. So. Achso, das ist unser Dings. Genau. So, wir wollen ein Heilmittel gegen einen Virus finden und das ist hier, ihr seht es, es war mal eine Metropole und jetzt ist es nur noch eine Suppe, eine giftige Suppe. So, da geht es ganz schön tief runter und zwar so tief, dass jeder, der ein bisschen Höhenangst hat, ein Kribbeln im Gesäß spürt, wenn man da runter guckt. Also, Beschreibung, Gesundheit, nimmt durch Erleiden von Wunden, Stürzen aus großer Höhe, Krankheiten, schädliches Essen und schmutziges Wasser ab. Hunger, Durst, nehmen mit der Zeit oder durch Krankheiten und bestimmte Arten von Lebensmitteln und Getränken ab. Müdigkeitsleiste nimmt mit der Zeit ab, wird beim Schlafen regeneriert. Wenn dieser Wert auf 0 sinkt, verlierst du das Bewusstsein. Das heißt, immer schön ausruhen. Und die Ausdauer haben wir natürlich auch, die nimmt beim Sprinten ab und wird beim Schlafen aber regeneriert. So, man kann hier viel auch so looten. Das heißt, ich werde natürlich eifrig sein.
und alles hier mitpflücken, was sich mir bietet. Ihr kennt das, ich habe ein Widerstreben, Loot liegen zu lassen. So, da brauchen wir eine Festkörperbatterie. Dann können wir den Computer verwenden, der benötigt derzeit noch Strom. Aber wir haben doch hier... Das sind noch Maschinenteile. Guck mal hier. Was für eine dreckige Suppe. Wir müssen möglichst alles Loot finden, was hier so rumliegt. Alles ist wichtig. Da haben wir noch ein Maschinenteil. Brauchen wir alles zum Craften. Was haben wir hier? Oh, da ist die alte Dose, nehmen wir. Ist da irgendwas drin? Nee. Leider nicht. Schade. Guck mal, das ist so ein Bett. Im weitesten Sinne. Hier ist nochmal ein schöner Anzug. Was ist das hier? Guck mal da. Also, wir haben noch keine Festkörperbatterie. Das machen wir aber später. Kann man die eigentlich craften? Warte mal, da oben? Komme ich da oben hoch? Kurz nochmal von der anderen Seite gucken. Nee, es ist kein Kletterspiel. Ich habe hier ehrlich gesagt Angst, dass ich da runterfall auch. So, es ging alles den Bach runter. Seit unserem Besuch dort unten geht alles den Bach runter. Unsere Immunität ist geschwächt und wir werden alle schnell krank und sind schnell erschöpft. Unsere Ausrüstung fällt aus und dann wäre da dieses Problem mit Noah. Wir hätten nie diese Expedition losschicken sollen. Unser Platz ist in der Raumstation. Der Strom ist wieder ausgefallen und die Tür ist versperrt. Ich schaue nach, ob der Signalturm eine kompatible Batterie hat. Das ist schon mal... ein Hinweis auf den Ort, wo wir das finden können. So, das sind die Maschinenteile, Teile einer zerlegten kleinen Maschine. Und dann haben wir noch verschiedene Überreste gefunden. Zum Beispiel das hier. Gibt Gesundheit wieder her. Und es gibt Wasser wieder her. Also, hier genau kommen wir nämlich hoch zu diesem Turm. Da ist diese Leiter, die ich gerade gesucht hatte. Und da haben wir dann auch die Batterie. Hier ist erstmal ein alter Gewächsgarten. Oh, guck mal hier. Da haben wir schon die erste Leiche. Die da vor sich hin sieht. Ah. So, da finden wir doch jetzt die Festkörperbatterie, die wir gleich einsetzen werden, um den Computer zu starten. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt runterspringen soll. Ich traue mich das erstmal nicht. Ich habe keine Lust auf Schaden. So, dann gehen wir zurück zum Computer. Setzen die Batterie hier ein. Nicht zugestellte Nachricht. Wir haben kein Heilmittel gefunden, aber wir wissen jetzt, dass 400 Jahre vor der Katastrophe Wissenschaftler etwas auf der Spur waren. Wir haben uns unter die Staubschicht gewagt und standen kurz davor, Antworten zu finden. Und dann ging alles den Bach runter. Noah begann den Verstand zu verlieren. Er hörte auf einmal Stimmen. Der Dreckskerl hat alle Daten gestohlen und sich mit dem Luftschiff davongemacht. Davor hat er unsere Ausrüstung zerstört, um uns dem sicheren Tod preiszugeben. Er selbst versteckt sich irgendwo in überwachsenem Gewächshaus. Er ist verdammt gefährlich. Die Nachrichtenkommunikation ist gestört. Irgendetwas blockiert die Verbindung, aber wir wissen nicht was. Es ist fast so, als wollte diese Welt nicht, dass wir ihre Nachrichten aussenden. Das Virus setzt unseren Körpern stark zu. Wir werden zunehmend schwächer. Die Lebensbedingungen hier unten beschleunigen die Auswirkungen zusätzlich. Wenn jemand dies liest, nimm dich in Acht. Diese Welt ist nicht mehr unsere Heimat. Wir sind hier nicht mehr willkommen. Expedition Sagittarius 2. Was haben wir noch Neues? Alles, was man findet, wird hier erstmal als neu angezeigt. So, wir gehen mal an den Computer ran. Ach so, das ist schon das. Haben wir da nur diese, oder gibt es hier noch irgendwas anderes? Nein. To-Do-Liste. Finde einen Weg, um den Ort zu verlassen. Okay, die Frage ist, kann ich die Batterie jetzt eigentlich wieder mitnehmen? Nee, ne? Die ist da drin. Okay, dann müssen wir jetzt weiterschauen. Hier haben wir ja einen Aufzug. Okay, erstmal wird hier gelootet. Unten links sehen wir ja unsere Lebensanzeige, also Essen, Wasser, Ausdauer und natürlich ganz links unsere Lebensbalken. Hier kommen alte Graffitis, die zeichnen hier so ein bisschen, schau mal, da sind die Raketen, da kann man bestimmt so ein bisschen die Geschichte ablesen. Das sieht mir aus wie so ein Embryo, wie ein Baum, der Lebensbaum. Noahs Wahnsinn. Das liegt alles an diesem verdammten Staub. Noah hört Stimmen. Er murmelt etwas davon, dass die Natur alles überlebt, sogar den Untergang der Welt. Er sagte, er wisse, was zu tun sei, damit wir wieder auf die Erde zurückkehren könnten. Er wollte, dass wir ihm helfen, dass wir den Stimmen in seinem Kopf folgen.
verrückt. Wir haben ihn zu seinem eigenen Besten in eine Zelle gesperrt. Aber der Bastard hat den Extraktor versteckt und ist abgehauen, als alle schliefen. Noah scheint mir zusehends unsympathisch zu werden. So, eine schöne Essensration haben wir hier. Und eine schöne Dose. Guck mal hier. Die einäugigen Außerirdischen. Das ist ja ein Baum, das ist Wurzelwerk. Wohnen unter dem Haus, was auch immer. Hat sicherlich irgendeine Bedeutung, die werden wir hoffentlich rausfinden. Guck mal, da wächst was Grünes. Oh, da ist auch noch Loot. Guck mal hier, das wachsame Auge, ne? Das wachsame Auge sieht alles. Auch das. Und hier, ist unser Luftschiff. Und das hier wird jetzt für einige Zeit unser Begleiter oder unsere Begleiterin sein. Das werden wir ausbauen können. So ein bisschen wie bei Raft auch, werden wir einfach das hier immer größer machen. Es gibt dann die Möglichkeit anzubauen, Wände zu setzen, Sachen drauf zu installieren und so. Das wird super werden. Ich liebe das. Das hier ist, glaube ich, so eine Art, entweder das ist der Wassersammler oder das ist zum Kochen. Ich glaube, es ist der Wassersammler. Wir werden mal sehen. So, hier sind wir jetzt ja in so einer kleinen Base. Guck mal hier, die leere Flasche. Ja, ja, Papa, guck mal, das können wir jetzt hier abfüllen. Wir können erstmal was trinken. Wir haben gar nicht so viel Durst. Erstmal füllen wir was ab. Okay. 3 Flaschen haben wir jetzt abgefüllt. Wir können auch dreckiges Wasser trinken. Das ist uns doch egal. So, was haben wir hier noch? Essensrationen. Das ist diese Membran, die wir brauchen. Insektenköder. Neue Aufgabe. Köder in den Insektenfänger des Luftschiffes einlegen. Ja, das machen wir natürlich. Dann haben wir wieder einige Texte. Uns gehen die Lebensmittel- und Wasservorräte aus. Ich wünschte, wir hätten wenigstens ein paar Töpfe von diesen verwucherten Orten. Ich muss einen anderen Weg finden. Ich habe einen Köder vorbereitet, der Motten aus den höheren Staubschichten anlockt. Du kannst ihn mit den Insektenfängern auf dem Luftschiff verwenden. Lasse ihn herab und warte auf Beute. Vom Rohverzehr rate ich allerdings ab. Ich überlasse dir eine Membran für den Wasserkondensator, falls du Wasser brauchst. Um Essen mit dem Elektrokocher zu kochen, vergiss nur nicht, das Wasser zuerst zu filtern. Ja, ihr seht schon, also das Surviving will hier wirklich gelernt sein. Hier noch drin? Nix. Ersthilfepack, da ist wieder irgendjemand verstorben und liegen geblieben. Vielleicht ja aus dieser Expedition. Noch mehr Maschinenteile. Hier können wir... Ah, eine schöne leckere Sodadose. Und dann klettern wir hier mal rauf. Ah, hier können wir wieder... haben wir genug Behälter, um das abzufüllen noch? Ja. Trinken wir jetzt was? Nö, noch nicht, oder? Ja, schon verschwenden. Ah, ne, jetzt haben wir... Okay, jetzt können wir das auch trinken. Aua, aua. Das Wasser in der Welt muss gereinigt werden, damit es nicht schädlich ist. Aua, aua. Das ging wohl nach hinten los. So, das können wir uns hier als Vorrat lassen. Das müssen wir nicht jetzt machen. Und dann haben wir hier, glaube ich, soweit alles erstmal gelootet. Warte mal, was ist denn hier mit diesem... Hier ist doch so ein Scanner-Ding. Da rechts... In der Mitte. Wie war das denn jetzt nochmal? Der zeigt mir das hier an. Das ist schnell. Hat er da nicht irgendwas? Oh, kratzelt das bei euch auch so ein bisschen gerade? Ah, das brauchen wir natürlich noch.
Ein weiterer Text. Ich baue seit 2 Monaten an einem neuen Flugschiff. Seit dieser Bastard Noah sich mit all unserer Ausrüstung aus dem Shop gemacht hat, wäre meine Werkstatt bloß nicht eingestürzt, dann hätte ich die Forschung am Luftschiffmotor längst abgeschlossen. Ah ja, also Fabrikator, Deckextraktor, die Wand sollen wir entfernen und die Forschungsstation sollen wir holen. Okay, das nehmen wir hier. Das, guck mal hier, das können wir jetzt auf dem Luftschiff bauen und das ist wahrscheinlich ein sehr wichtiges Tool. Das packen wir jetzt einfach mal hier so hin. Bam. So. Das ist der Basisfabrikator. Was können wir denn jetzt hier herstellen? Einen Deckextraktor. Extrahiert Rohstoff aus Objektresten. Großer Aktionsradius. Platziere Boden außen. So. Brauchen wir einen Transformator und Maschinenteile. 5 Maschinenteile. Wir haben 17 und ein Transformator. Wir haben sogar nur einen. Und jetzt können wir den Deckextraktor herstellen. Jetzt wird der 3D gedruckt. Druck. Nice. Und den müssen wir jetzt, genau, den müssen wir nämlich jetzt hier draußen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo genau. Ey. Na, hallo? So, da ist er. Aber ich muss sogar auf dem Luftschiff sein, sonst kann ich das nicht machen. Na, komm her. So, das will ich natürlich möglichst gerade machen. Warte, zuckel, ruckel. Na? So. Ihr habt auch noch so kleine Zuckerlichkeiten beim Sound, ne? So, warte, wir speichern das mal ganz kurz. So, wir mal starten einmal ganz kurz neu. Und dann machen wir direkt weiter. Eine Sekunde. Habt ihr noch Zuckelei? Ja. Das hatten wir nämlich neulich schon mal. Fragt mich nicht, woran das liegt. Starten wir einmal kurz den Rechner neu. Das ist ja neu. Seltsam. Das läuft so flüssig. Spielst du auf der PS4 Pro? Haha. PS5 Pro, nein, ich spiele nicht auf der neuen PS5 Pro. Ich spiele es natürlich auf PC. Die neue PS5 Pro ist ja ist überhaupt schon draußen. Wir werden natürlich gleich weitermachen. Kleinen Neustart, damit das flüssig läuft. Und werden dann anfangen, unser Schiff hier weiter auszubauen, unser Luftschiff. Und das ist so ein bisschen, ihr kennt ja vielleicht auch Raft, was ich auch total gerne gespielt habe, wo es ja auch so ist, dass man mit einem sehr kleinen, mit so einer Plattform im Grunde genommen nur anfängt und sich dann immer mehr bauen muss. Und so funktioniert das Spielprinzip jetzt auch. Also ich werde dieses Ding weiterbauen, werde es ausstatten, werde mir ein richtiges Zuhause bauen in diesem Luftschiff. Und dann werden wir durch die Gegend fliegen, werden verschiedene Plattformen ansteuern, werden looten, werden kämpfen, werden die Geschichte weiter voranbringen. Uns erwartet jetzt ein großes Abenteuer. Und an der Stelle nochmal der Hinweis, wenn ihr auch Bock habt, an diesem Abenteuer teilzunehmen, dann könnt ihr noch bis zum 19.09. 25% sparen auf den Kauf dieses Spiels auf Steam. So. Weiter geht's. Spiel lädt. Wir gehen wieder rein.
Und Tag 1. Genau, jetzt müsste es eigentlich wieder gehen. Und wir machen direkt weiter. Es lag nicht am Spiel, das lag an der Hardware hier. So. Das haben wir jetzt hier gebaut. Da sieht man das. Und den können wir auch verwenden von hier unten. Guck mal, wenn wir jetzt diese Dinger. Die können wir jetzt quasi abballern. Und dann steht da, was wir dafür bekommen. Die fliegen ja die ganze Zeit durch die Gegend. Und oben links seht ihr Metalle oder synthetische Materialien. Und wenn wir gleich durch die Gegend fliegen, dann müssen wir die natürlich immer auch einsammeln. So. Kriegt natürlich ein bisschen mehr Bild. Keine Sorge. So. Das können wir jetzt eine Weile machen, aber das werden wir später noch eh sowieso häufiger. Ah, es ist ja weg. Da kommt noch einer. So, also das ist die Aufgabe dieses kleinen Maschinchens. Hier können wir gleich abheben, das Schiff steuern. Und da haben wir jetzt ja diese Membran, die wir jetzt hinzufügen können. Und ist das Ding zum Angeln? Köderbehälter. So, da müssen wir jetzt hier in den Köderslot was reinlegen. Aber ich glaube, ich habe noch gar nichts Passendes für den Köderslot. Doch da, den hier. Insektenköder. Machen wir mal rein. Köderslot. Ey, nee, nee, das war schon richtig von mir gedacht. So. Und jetzt müssten wir eigentlich Köder absenken. Ah, warte. So. Und jetzt müssen wir hier warten. Ich hoffe mal, also wir angeln jetzt ja, ne? Ich hoffe mal, da passiert jetzt gleich was. Oder geht das hier überhaupt? Muss hier gehen. Jetzt. Haha, geil. Schnell Köder anheben. Wir haben was. Was haben wir denn hier? Ein Staubsalat. Ja, Hammer. So kann man also angeln. Und hier müssten wir, warte, Schmutzwasser trinken, abfüllen, benötigt eine Flasche. Also hiermit können wir Schmutzwasser, das machen wir ja nicht. Wir wollen es ja reinigen erstmal. Wir wollen nichts trinken. Jetzt haben wir die Membran rausgenommen. Naja, das ist das. Dann sammeln wir natürlich erstmal noch alles ein, was wir hier kriegen können. So, wir können das hier, können wir auch, ich glaube, mit dem Strahl können wir das kaputt machen, die Wand. Alles, was hier so leuchtet, ist zerstörbar und dann kriegen wir dann auch die Ressourcen. Guck mal hier, auch da diese Dinger, die wir sonst nicht einsammeln können. Alles wichtige Rohstoff. Hier wird nämlich nichts. In der Apokalypse wird nichts verschwendet. Hier, was da so rumliegt, zack. Diese ganzen kleinen Kanister. Das sind alles synthetische Materialien, die wir brauchen. Da oben die Wand nehmen wir alles mit. Hier diese Dinger da. Let's go. Wir lassen natürlich nichts da. Das können wir nicht machen. Guck mal, hier oben die Dinger. Und dich nehmen wir mit. Räumen wir alles ab. Zu verlockend. Kann die nicht davon fliegen lassen. Das sind hier noch unterschiedliche Sachen. Das sind die Metalle, das andere sind die synthetischen Materialien. So, jetzt haben wir in erster Linie mal die Wand.
Da oben ist noch was. So, jetzt haben wir die Wand kaputt gemacht. Jetzt können wir da erstmal reingehen. Das ist ja storyrelevant. Sammeln wir die Sachen alle auf. Das können wir nicht aufsammeln. Aber hier ist noch erstmal eine Bauplanforschung. Ich habe es geschafft, die Forschungsstation zu reparieren. Auf der Speicherkarte befinden sich noch ein paar alte Baupläne, aber am wichtigsten ist der Scanner. Es ist wichtig, dass die Forschung abgeschlossen und der Scanner gebaut wird. Danach sollte er bestimmte Objekte in der Welt scannen, damit wir mehr Forschungsdaten für Baupläne gewinnen können. Ich brauche eine Batterie für das Gerät. Ich habe diesen alten Stromkasten aus den Ruinen ausgegraben. Die Stromquelle sollte darin sein. Das ist hier, ne? Und da. Haben wir. Loot, Loot, nehmen wir mit. Yeah, jetzt haben wir die Forschungsstation eingepackt. Das kriegen wir nicht auf. Da sind wir rübergekommen. Ich glaube, mehr können wir hier nicht klauen. Befürchte ich. Jetzt platzieren wir die Forschungsstation erstmal bei uns auf dem Luftschiff. So, und ihr seht schon, langsam wird das hier eng. Weil die ist ganz schön groß. Die ist riesig. Die ist riesig, die ist riesig. Die müsste eigentlich dahin. Warte mal, kann ich das hier bewegen? So, das kommt schön in die Ecke. Bam. Und die Forschungsstation kommt jetzt daneben. So. Bam, das ist die Forschungsstation. Hallo, hallo. Sehr gut. Da muss jetzt hier die Batterie rein. 100% Ladung. Und jetzt können wir forschen. So, wir wollten den Scanner auf jeden Fall. 5 synthetische Materialien und 5 Metalle. Und bam. Jetzt wird hier geforscht. Der Computer muss das hier ganz mechanisch erstmal noch alles erforschen. So, was können wir denn hier? Wir brauchen eine Kondensatormembran, brauchen wir. Die wird jetzt 3D gedruckt. Sehr gut, die nehmen wir uns. Und jetzt können wir hier hoffentlich auch schon, das ist auch alles wichtig, aber auch den Scanner. Oh, ein Bett können wir gleich machen. Insektenköder, Elektrokocher, Insektenfänger haben wir schon. Da ist der Scanner. Der wird jetzt 3D gedruckt. Das ist ein sehr wichtiges Utensil. Gib mir das. Und dann können wir nochmal einen Wasseraufbereiter. Haben wir noch gar nicht. Kaputter Luftschiffmotor. Das müssen wir reparieren. Und hier ist der Scanner. So, das dauert eine kleine Weile. Jetzt können wir hier schon mal den die Membran hinzufügen. Der Wasseraufbereiter ist auch fertig. Den können wir auch hier irgendwo mit an die Wand hängen. Neben die Tür hier oben. Finde ich ganz gut. So, da packen wir jetzt das Schmutzwasser rein, was wir gesammelt haben. Jetzt wird das da gereinigt und dann ist da das saubere Wasser. Guck mal, da sieht man, wie das immer voller läuft. So. Dann, wir brauchen noch sowas wie einen Kocher, ne? Hier, Elektrokocher. Und da unten seht ihr jetzt in dem Tank das Schmutzwasser. Das wird aus der Feuchtigkeit der Luft gewonnen. Das kommt da unten rein. Dann müssen wir das da rausnehmen und in so einem Ding hier reinigen lassen. Und deswegen sammle ich hier alles auf, was ich finde, weil wir natürlich dementsprechend auch schneller dann Ressourcen sammeln können. Also wenn ich davon jetzt mehr als einen habe, ist natürlich wesentlich besser. So, jetzt Kochi, Kochi, Koch. Ihr seht, der Platz wird eng. Ich muss anbauen schon demnächst. Packen wir einfach mal hier. Das ist rein provisorisch. So, was haben wir denn? Wir haben hier den Staubsalat. Ach so, die müssen wir erstmal anpflanzen. Aber die kann ich auch essen, oder nicht? Nahrung plus 5, Gesundheit plus 5. Okay, ich habe noch gar nicht so viel, wie ich gerne hätte. Oh, das ist voll. Das heißt so, wir nehmen sauberes Wasser und können jetzt hier nochmal... Ah, wir brauchen noch eine Flasche.
Können wir schon Flaschen bauen? Nee. Bett müssen wir bauen, aber das wird immer enger. Ich weiß gar nicht, wie ich das noch hinstellen soll. Wir brauchen noch eine Flasche. Während das druckt, können wir mal kurz scannen gehen. So. Neue Forschung, Motor und Kraftstoff. Jetzt haben wir den kaputten Motor gescannt. Jetzt können wir danach forschen. Dann können wir uns einen Motor bauen. Ist hier irgendwas zu scannen? Schauen wir hier. Er entstammte einer Familie von Landwirten. Zur Zeit der Katastrophe entwickelte seine Vorfahren die Idee, landwirtschaftliche Betriebe auf Dächern zu errichten und setzten diese in die Tat um. Auf der Raumstation unterlag ihm die Pflanzenzucht und er gehörte außerdem zum medizinischen Personal. Während der Expedition war er verantwortlich für die Untersuchung biologischer Proben. Seine Aufgabe war es, ein Gegenmittel gegen das Virus zu finden. Immer gucken, was es hier zu scannen gibt. Was ist das? Können wir auch scannen. Zerstörtes Reproduktionsgerät. Ein Gerät, mit dem sich anhand von DNA Modelle von Organismen herstellen und modifizieren lassen, sehr hilfreich, um Tiere oder Pflanzen mit bestimmten Eigenschaften zu finden. Dieses Gerät ist irreparabel beschädigt. Sein Prozessor ist zerstört und das Datenlaufwerk wurde herausgerissen. Es sieht ganz danach aus, als habe es jemand absichtlich getan. Will da etwa jemand unsere Forschung behindern? Hashtag Noah. Guck mal, da unten ist auch noch der andere Heini. Den können wir auch nochmal scannen. Warte, war das hier? Ne, dann war das da, ne? War hier noch was? Da, das können wir auch... Ne, das... Doch, können wir scannen, den Computer. Der Expeditionscomputer von Sagittarius 2 ist die Quelle des gesendeten Rettungssignals. Zum Betrieb ist Strom erforderlich. Ja. Hatten wir nicht hier noch jemanden liegen sehen irgendwo? Vielleicht auch nicht da, genau. Wen haben wir hier? Welche arme Gestalt... Esther Windrose, Alter 38, Fachgebiet Navigation. Karten waren ihr Leben. Sie studierte alte Karten und war in der Lage, aus ihnen so viel mehr als nur die Topografie des Landes zu erschließen. Auf der Raumstation war sie für die Logistik verantwortlich. Ihre Aufgabe war es, Pläne für die benötigten Ressourcen und Methoden zur Wiederverwertung herzustellen. Während der Expedition unterlagen ihr die Koordinaten der Erkundungsausflüge und die Herstellung von Karten für die bisher unerforschten Gebiete. Guck mal, das ist ja auch sympathisch. Jetzt lernen wir ein bisschen was über die ganzen armen Leute hier. Ich glaube, einer war da oben noch. Irgendwo lag noch einer. Oder hier? Vielleicht auch nicht. Das haben wir schon gemacht. Den haben wir gescannt. Ist auch nicht so wichtig. Jetzt ist hier auf jeden Fall das hier fertig. Das ist das Bett. So, jetzt seht ihr schon, es wird... immer enger. Das können wir ein bisschen rotieren und packen das hier rein. So, da können wir jetzt schlafen und ein bisschen Energie zurückgewinnen. Wenn wir das nicht regelmäßig machen, fallen wir in Ohnmacht. So, und wir können jetzt hier... habe ich das schon abgefüllt? Ja. Wir können hier das Wasser mal trinken. Trink, trink, trink. Trink, 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 jetzt geht's uns gut. Und verdorbenes Essen. Wir sollten noch mal ein bisschen was angeln gehen jetzt. Aber habe ich nicht sogar auch noch Fertigessen irgendwo? Da, alte Essensration, genau. So, die haben wir jetzt hier gegessen. Aber wir können auch... Oh, das haben wir erledigt aus der To-Do-Liste, sehr schön. Wir können jetzt erstmal wieder was erforschen. Und zwar... Motor und Kraft. Oh, eine leere Flasche. Zieh ich mal jetzt vor. Weil es müsste ein bisschen schneller gehen. Derzeit angeln wir nochmal. Da müssen wir einfach nur warten. Vielleicht würde es Sinn ergeben, 2-3 Angeln nebeneinander zu bauen. Dann hat man das im Überblick und sobald es irgendwo anbeißt, können wir dann hochholen, weil so muss man immer ein bisschen hier stehen bleiben und wenn man jetzt irgendwas anderes macht und übersieht das, dann entschlüpft uns natürlich das Getier, was hier aus dem dichten grünen Nebelsumpf da gezogen wird. Zack.
Was haben wir? Ach, schon wieder sowas. Staubsalat. Der Köder hält auch nicht ewig, ne? Das ist so ein bisschen... So, das Ding ist voll mit Schmutzwasser. Wir haben, meine ich, jetzt die Flasche erforscht. Das heißt, wir bauen mal ganz dringend eine leere Flasche. Die wird jetzt 3D gedruckt. Während die Flasche 3D druckt, kümmern wir uns hier um den Köder. Nehmen wir. Wupp, wird wieder hochgezogen. Was haben wir diesmal? Wieder nur das, okay. Wir werden natürlich gleich, wenn wir durch die Gegend fliegen, den Köder aber auch woanders runterlassen können. So, jetzt haben wir die Flasche. Das ist sehr gut. Wir bauen direkt noch... Ah, kann ich nicht. Was fehlt mir denn? Synthetische Materialien, seht ihr? So schnell geht das. Und den Motor können wir auch noch nicht bauen. Dafür brauchen wir auch synthetische Materialien. Aber das ist nicht schlimm. Die fliegen uns ja teilweise buchstäblich zu. So, jetzt können wir hier... War das... Hatten wir schon. Jetzt können wir hier wieder das Schmutzwasser abfüllen. Und das hier reinkippen. Und der zieht jetzt wieder was von der Flüssigkeit aus der Luft. So... Kochstation, ja, wie gesagt, ich glaube, den können wir nicht wirklich. Wir können ihn auch so essen, aber ich glaube. Wasserslot. Passiert damit irgendwas? Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Wir gucken mal. Ja, so ein schöner Dampfkocher. Ist jetzt fertig? Kocht noch. Dort offensichtlich eine kleine Weile. So, wir könnten als nächstes ja flicken, wenn wir irgendwas kaputt haben. Maschinenteile, das können wir uns hier gerade noch nicht leisten, die Erforschung. Flicken und Maschinenteile. Ja, komm, das machen wir jetzt mal. So, das ist aufgegangen. Was haben wir da? Gekochter Staubsalat. Komm, den können wir doch direkt essen. Ein bisschen was gebracht. Nicht so richtig viel. Ein bisschen was. Okay, dann lass uns mal schauen, dass wir mit unserem Extraktor... Oh, das hat nicht mehr geklappt. Diese Sachen noch ein bisschen einsammeln, weil wir brauchen die Ressourcen. Müssen wir auf einen neuen... Oh, da hinten ist was. Haben wir, glaube ich, was erreicht. Ah, Anna! Los. Kommt. Da. Das ist gut. Sehr schön sind. Ja, und den nehmen wir auch. Oder unten sind Metalle. Also das sind erstmal so die zwei grundsätzlichen Ressourcen, ne? Synthetische Materialien und Metalle. Upp. Da. Da haben wir schon wieder ein bisschen was. Das ist gut. Außer Reichweite leider. Der kommt aber näher ran noch. So. Der geht auch schon. So, guck mal, Leute. So, jetzt haben wir ein bisschen was gefangen. Und können jetzt schauen. Oh, mein Calorie Level ist es. Ja, aber sieht doch noch okay aus. Sieht noch okay aus. So, ich wollte. Ach, synthetischer Kraftschock. So, Motor brauchen wir. Der ist natürlich jetzt hier kleiner, als er gleich sein wird. Aber ist nicht so schlimm. So, jetzt haben wir es abgefüllt. Schmutzwasser hier wieder rein. Sehr gut. So, das dauert natürlich jetzt, bis der Motor fertig ist. In der Zwischenzeit können wir noch ein paar Ressourcen sammeln. Denn Zeit sollte genutzt werden. Hier kommen hauptsächlich synthetische Materialien. Metalle hier wie da sind eher selten hier. Upp. Metalle. Printing completed.
So, da kam die Nachricht, completed, das heißt, der Motor ist fertig. So, jetzt haben wir hier den Motor und den bringen wir natürlich hier außen an. Das hier, unser Luftschiff, und den können wir hier zum Beispiel, wollen wir schön mittig machen. Warte. So, wir können das alles wieder abnehmen und neu ansetzen. Das ist das Gute. Und wir müssen jetzt den Kraftstofftank. Zack. Da müssen wir Kraftstoff reinsetzen. Und wir haben ja gerade schon gesehen, den kann man auch bauen. Hier, synthetischer Kraftstoff. Der wird jetzt hier 3D gedruckt. Und wir können mal schauen. Ja, flicken können wir. Fabrikator brauchen wir natürlich. Achso, haben wir schon? Ne, warte mal, den haben wir doch schon. Achso, den haben wir gefunden, glaube ich. Und das Ladegerät ist auch nicht so schlecht. Brauchen wir aber Kupfer und Leiterplatten, das haben wir noch nicht. Aber wir können auch demnächst losfliegen, wenn wir Kraftstoff haben. Was wir jetzt haben. Dann können wir den jetzt befüllen. Bam. Und können jetzt abhauen. So. Beende den Bau des Luftschiffs. Und Tschüssikowski, Leute, jetzt geht die Reise los. Das war bis hierhin eigentlich nur Tutorial. Wir nehmen uns nochmal kurz, bevor wir losfahren, hier diese Reichtümer mit. Denn die sollte man nicht verschwenden. Metalle, sehr gut. Jo. Okay, dann gehen wir mal jetzt, obwohl sollten wir erstmal schlafen vielleicht, ne? Komm, wir schlafen einmal eine Runde. Energielevel steigt, Hungerlevel sinkt. Oder steigt auch. Sättigung sinkt. Schlaf, schlaf. So, jetzt ist es Nacht. Wir können hier erstmal die Tür schließen. Jetzt sollten wir was essen. Wir haben ja noch so eine Ration. Und was trinken. Und dann, oh, Hilfe, Hilfe, können wir jetzt das Schiff steuern. Zack. Oh, es geht los. Geschwindigkeit. So, jetzt können wir die Höhe mit, oh, Fatsch, ich bin irgendwo gegen geflogen. Mist. Missionsbericht. Mission, finde ein Heilmittel für das Virus, schicke es an die Raumstation, rette die Menschheit. Bericht, epidemischer Ausbruch auf der Raumstation verursacht durch ein Virus, das vor mehr als 400 Jahren die Menschheit ausgerottet hat. Eine Expedition, die zur Erde gesendet wurde, um ein Heilmittel zu finden, verschwand spurlos. Mehrere Monate später wurde ein Notrufsignal empfangen. Es wurde eine Expedition zum Signalstandort entsendet. Drei Expeditionsmitglieder wurden tot aufgefunden. Das vierte Expeditionsmitglied, Noah Alter, war wahnsinnig geworden und hatte das potenzielle Heilmittel und die Forschungsdaten entwendet. Virus wurde im Blutkreislauf entdeckt, Krankheit im Frühstadium, derzeit keine Symptome. Die Suche nach Noah und dem Heilmittel hat begonnen. Nächste Ziele: Suche in der Umgebung nach den Ressourcen und der Technologie, die benötigt werden. Konstruiere das Luftschiff. Finde Noah. Das machen wir natürlich. So, ganz kurz. Oh, was ist jetzt? Nichts Schlimmes, oder? Nur ein bisschen gehustet. Nur ein bisschen gehustet. Wir brauchen bald was zu essen. So, ich wollte Schiff steuern. So, pass auf. Geschwindigkeit, Höhe ist Shift und Dings. Geschwindigkeit fixieren, Geschwindigkeit. Jetzt können wir mit... Ah ja, jetzt geht's los. Da hinten seht ihr so ein Signal. Und da sollen wir hin. Kämpfen uns jetzt hier. Oh, nice. Wir sind unterwegs, Leute. Und wir können jetzt ein bisschen... Shift ist... Ah, wir kommen, glaube ich, derzeit nicht höher als 230. Die Höhe muss man verändern. Also man kann das Raumschiff erweitern, verbessern und dann kann man auch höher fliegen. Derzeit ist, glaube ich, 230 Meter über
Meer, oder was heißt das? Mühm? Weiß keiner auch nicht. Maximale Höhe jedenfalls ist 230. Und 14 km/h. Das werden wir alles noch optimieren und verbessern können. Jetzt können wir aber auch quasi einmal hier raus. Ich weiß gar nicht. Da, zack. Und hier richtig extrahieren. Weil wir sind mitten in so einem Ressourcenhagel. So, Reichweite. Oh, jetzt, ja, da ein bisschen was. Wir müssen uns dringend mal neuen Köder jetzt besorgen. Oder beziehungsweise vielleicht ist der alte noch funktionsfähig. Und ein bisschen angeln, damit wir ein bisschen Nahrung haben. So, das sind Metalle. So, okay. Nice. Brauchen wir alles. Okay, und jetzt mal eben rein. Lass mich mal kurz überlegen, müssen wir mit eigentlich zwischenspeichern? Nee, ne? So. Jetzt stehen wir erstmal noch in der Luft und ich lasse. Ja, ich glaube, ich muss hier erstmal einen neuen Köder bauen. Kann das sein? Maschinenteile können wir bauen. Da, einfacher Insektenköder. Damit wir hier nochmal ein bisschen angeln können. Und dann können wir zu der Lichterscheinung. So, Köderbehälter öffnen. Hallo? Was ist los? So. Okay, da ist der Köder drin. Jetzt den Köder absenken. Mal gucken, ob wir hier was anderes finden, was ein bisschen nahrhafter ist. Wie ist so der erste Eindruck, Nils? Fragt zu Overlicious. Also ich habe das ja schon mal gespielt, das Spiel, und ich mochte das sehr. Deswegen ist mein erster Eindruck total positiv. Mich erinnert das halt sehr an Raft, ein bisschen auch an Satisfactory, so eine Mischung aus beidem. Und das ist ja genau mein Genre. Oh, guck mal, da haben wir doch was. Verdorbenes Essen. Ich brauche aber was, ich brauch noch was Nahrhafteres. Verdorbenes Essen, ja. Aber es reicht mir nicht, um satt zu werden. Wo ist es denn überhaupt? Los, beiß an. Jetzt, ich würde gerne so einen richtig fetten Lachs haben. Oder alternativ nehme ich auch eine Staubmotte. Staubmotte. 10 Nahrung. Das können wir doch bestimmt schön kochen. Warte, während das sucht, kann ich. Ja, die kochen wir jetzt mal. Sehr gut. Wir brauchen Essen. Höchste Priorität. Guck mal, so ein, von so einem Billardtisch, das Dreieck da gerade, habt ihr gesehen? Was haben wir jetzt gefangen? Ah, hier ist auch wieder eine Staubmotte, okay. So, ich glaube, ja, der Köderbehälter ist schon wieder leer. Das heißt, da müssen wir schon wieder einen neuen bauen. Der hält halt nur eine bestimmte Anzahl. Tauchgänge. So, hier gekochte Staubmotte, 25 Nahrung. Ja, ungekocht waren es, glaube ich, 10. Genau, also es lohnt sich auf jeden Fall, die zu kochen. Zack. Und sie wird gekocht. Fantastisch. Wie viel Wasser haben wir in der Flasche? 4 von 5. Ah, das Ding ist leer. Sehr gut. So, jetzt haben wir hier 9 Einheiten Wasser noch. Das ist doch fantastisch. Und könnten erstmal das nehmen. Dann bauen wir nochmal. Das haben wir alles. Bauen wir nochmal eine Wasserflasche.
und würden jetzt mal so langsam weiterfahren. Warte, das können wir... Erstmal essen wir diese Staubmotte. Fantastisch, sehr, sehr lecker. Und nehmen uns die Flasche, packen da das... Nein, jetzt habe ich das Falsche genommen. Ach. Die Membran muss auch neu gebaut werden. Aber jetzt können wir... Na gut, nehmen wir das, packen das wieder rein, so. Man muss halt ständig austauschen. Okay. Dann haben wir jetzt ein bisschen was zum Essen. Reicht jetzt für eine Zeit. Jetzt werden wir mal wieder Richtung... Ach nein, jetzt regnet's. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Hier sieht man ja gar nichts bei dem Dreckwetter. Kann man das hier eigentlich noch zumachen? Ja. So, wir müssen jetzt gegen den Regen ansteuern. Ich glaube 14 km/h war unsere Höchstgeschwindigkeit. Boah, man sieht ja gar nichts gerade bei dem Dreckwetter hier. Guckt euch das an. Meine Tastatur ist in der Tat ein bisschen lauter. Ich habe eine etwas lautere Tastatur. Das ist gar nicht so verkehrt, ja. Also ich glaube, hier genau geradeaus müssen wir hin. Einige Orte sind halt höher gelegen, sodass wir da mit unserem Schiff noch nicht hinkommen. Aber ich glaube, hier können wir jetzt schon anlanden. Ja, das ist auch eine etwas niedrigere Plattform. Genau, das funktioniert sehr gut. Wir können hier oder wir können hier unten. Ich finde, wir parken hier unten. So. Ein Stück nach vorne fahren und jetzt können wir uns absenken. Da muss man aufpassen, dass man nirgendwo gegen knallt. Dass man hier ganz friedlich... So. Bums. Okay. So, hallo! Oh, wo stehe ich denn da jetzt? Ah, da. Guck mal, ich bin... Ah! Direkt hier auf so einem Gang gelandet hier, schaut mal. So, da ist unser kleines Luftschiff. Und da haben wir hier wieder so Suppe, die können wir auch abfüllen. Wir haben jetzt ja noch nicht so notdurft gerade. Aber okay. Dann nehmen wir uns mal den Scanner. Und alles, was hier scannbar ist, das nehmen wir natürlich mit. Wissen ist Macht. Spaß. So. Das ist diese Membran. Glaskomponente. Können wir hier mit unserem Extraktor... Das haben wir auch schon... Ne, das haben wir das noch nicht gescannt. Synthetisches Fass. So, da müssen wir natürlich jetzt... Dann einmal schauen... Na, falsche Seite, ne? Jetzt müsste ich das Schiff einmal umparken. Damit ich das Glas hier auffressen kann. Sonst komme ich da nicht rein, befürchte ich. Jo, wir... Oh, weil das ist eine Tür. Warte, vielleicht... Ist das auch nicht nötig? Ah, hier ist die Tür, ist von der anderen Seite versperrt. Gut, ich muss das Luftschiff einmal drehen. Damit wir... Oder kann ich das von hier? Ich werde nicht treffen können von hier. Nee. So, ein Drehvorgang jetzt. Einmal kurz ein bisschen hoch. Drehen. Um die eigene Achse. Oh, warte, wenn wir jetzt wieder absenken. Reicht nicht. Nee, reicht noch nicht. Oh, oh. Warte. Au, fuck. Au, Verzeihung. Au. Möglicherweise beschädige ich mein gutes Schiff. So. Können wir schon mal von hier oben ein bisschen ballern. Oder oben auch. Und da kommen wir auch rein. Sehr gut, da haben wir die Wand auch geöffnet. Ist hier noch mehr, was wir abschießen können? Sieht man jetzt erstmal nichts. Oh, Hydration Level ist decreasing. Bei jeder Gelegenheit immer ein bisschen hier abballern, ne? Das ist außer Reichweite, das glaube ich aber wohl kaum. What? Na gut. So, ich muss mal wieder was trinken.
jetzt. Sehr schön. Und runter wollte ich jetzt einmal. Das dürfen wir nicht vergessen. Einmal runter, aber langsam. Ich will ungern irgendwo gegenballern. Nee, runter. Runter. So. Wo hänge ich denn jetzt fest? Ah, an dem Baumstamm, oder? Ja, nee, das ist aber nicht so gut. Bisschen nach hinten. Vorsichtig parken. Und runter. Ja, so ist besser. Dankeschön, genauso wollte ich landen. So, jetzt könnten wir, ich weiß nicht, muss ich den Motor ausmachen eigentlich? Wir haben nämlich nur noch 5. Wir brauchen mehr Treibstoff. Den können wir uns ja hier bauen. Da. Den lassen wir jetzt mal drucken. Okay, dann machen wir uns mal auf und untersuchen mal alles, was wir hier haben. Jetzt haben wir hier aufgemacht. Oder auch nicht. Dann haben wir aber oben aufgemacht. Dann muss ich von da oben kommen. Da ist ja jetzt ein Loch in der Decke. Da lassen wir uns erstmal hier fallen. Hier war das. Da haben wir nämlich auch irgendwas weg. Ja, oder nicht? Hä? Warte mal. Ich hätte wetten können, dass wir hier was weggenommen haben. Warten Sie bitte. Hier? Nee. Aber ich kann auf jeden Fall von hier draußen looten, aber das wäre jetzt nicht meine Idee gewesen. Da ist die Tür. Da muss ich... Aber da komme ich ja gar nicht. Oh, erweitere das Luftschiff. Sehr gut. Warte mal. Wir gucken mal von der anderen Seite. Da komme ich auf jeden Fall rein. Wie sieht das hier aus? Oh ne, ich glaube, das ist mir... Boah, da runter. Ich müsste die ja, meine ich, auch erstmal... Gucken wir erstmal hier. Das hatten wir schon mal, meine ich, gescannt. Das hier, ist das ein Motor? Ich glaube ja. Basisturbine. Können wir das hier auch scannen? Irgendwas, was wir scannen? Ne, das nehmen wir alles so mit. Elektrische Elemente. Oh geil, eine Batterie. Aber das ist halt auch so eine Kapsel. Die ist schon ganz überwuchert. Aber da ist, glaube ich, nichts weiter drin. Was haben wir hier noch? Da geht es auf jeden Fall erstmal hoch, die Treppe, beziehungsweise die Leiter. Das schauen wir uns auch nochmal an. Oh, da oben ist auch noch eine arme Gestalt. Ja, ich habe ein Luftschiff, ich fliege ums Haus. Das können wir auch machen, aber erstmal nehmen wir alles hier. So, das ist eine Taschenlampe, das ist sehr, sehr gut. Aber die Frau oder den Herrn hier selber kriegen wir noch nicht gescannt. Nee. Ich dachte, ich kann die vielleicht sogar nehmen. Aber nee, kann ich nicht. Plastikummantelung. So, gleich können wir unser Luftschiff erweitern, Leute. Und dann geht's ans fleißige Bauen. Was haben wir hier? Guck. Öffnen. Batterie genommen. Standardsignal. Aufgabe To-Do-List erledigt. Das ist gut. Prima. Auch guck ich das mal an, wie ungesund das aussieht. Die arme Erde. Wer hat ihr das nur angetan? Die arme Erde. So.
jetzt muss ich ins Flugschiff. Oh, es wird auch sehr ungemütlich. Schnell mal rein. Um die Tür zu machen, das ist ja ein unangenehmer Sturm da draußen. So, wir nehmen den Kraftstoff. Ja, jetzt gucken wir mal, was wir hier erforschen können. Den Luftschiffbauer. Fertig Luftschiff füllen, Innenbereich und Ballonteile an. Brauchen wir auf jeden Fall. Wird erforscht. Guck dich das an. Was für ein ungemütliches Wetter. So, während das erforscht wird. Ist schon fertig. Luftschiffbauer brauchen wir. Wir brauchen ja alles früher oder später. Transformator. Ja, brauchen wir auch. Kleine Lagerkiste brauchen wir auch. Brauchen wir alles. Basisturbine. Ja, vergrößert die Flughöhe des Luftschiffs. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wir nur mit erhöhter Flughöhe an Gebiete kommen, die uns dann in der Story auch weiterbringen. Seid ihr eigentlich noch da? Im Chat? Taschenlampe. Oh, Taschenlampe. Taschenlampe. Brauchen wir noch Kupfer? Alles erforschen. So, lass uns mal schauen, dass wir den Luftschiffbauer, dafür brauchen wir elektrische Elemente. Okay. Aber für die elektrischen Elemente brauchen wir Kupfer. Na, das ist ja... Ihr seht, da werden immer Ressourcen benötigt, die wir eventuell gar nicht haben. Wir müssen uns auch um was zu essen kümmern. Aber als erstes machen wir mal Folgendes. Wir steigen mal sanft wieder hoch. Und fliegen mal auf die andere Seite und gucken, wie wir das jetzt machen. Mit dem Eingang da. So, da ist unsere Kanone. Fliegen mal so ein bisschen rum. Gibt es eine Chance von hier? Da reinzukommen. Also wir können bestimmt die Tür von hier wegballern, aber kommen wir da rein? So, da ist die Tür. Ah, guck mal, warte. So wie ich das sehe, können wir doch da unten noch einen Boden weghauen. Eigentlich total überflüssig, was ich hier mache. Die kommen ja in viel größeren Paketen hier eh die ganze Zeit lang geflogen. Da. Aber wir brauchen halt Kupfer auch, ne? Wir brauchen Kupfer. So, was ist denn da? Oder nee, das ist die Lampe. Haha, das hat mich gerade getäuscht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da... Ich komme da auf jeden Fall rein. Ich habe noch nicht genau gecheckt, wie ich da am besten reinkomme. Aber das werde ich auch noch in Erfahrung bringen. Ich mach mal lieber zu hier, das stinkt. Ob ich von der Seite da überhaupt... Fliegen mal ein bisschen näher ran. Guck mal, da komme ich nicht mehr. Wir müssen ein Stück zurück, sonst hänge ich da mit meinem... Oh nein. Oh. Oh, komme ich überhaupt... Ah ja, zum Glück. Da muss man echt aufpassen, dass man nicht irgendwann ohne Kraftstoff dasteht. Das hat Priorität. So. Wir wollten uns da mal voranwagen. So, erstmal runter. Da oben nicht, dass wir da... Ja, wir hängen wieder fest. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass das... Was? Oh, no, 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 no. Wir sind zu weit unten. Habt ihr das gesehen? Es gab massiven Schaden. Nee, nee, nee. Das ist aber auch nicht so gedacht von der Seite.
Kann ich mir nicht vorstellen. Ich finde einen Eingang. Normalerweise müsste das ein bisschen offensichtlicher sein. Oh, au. Habt ihr gesehen? Ich bin zu schnell herabgesunken. Jetzt wurde das Schiff beschädigt. Ich bin komplett selber schuld. Ich wollte es euch nur einmal zeigen, was passiert, wenn man zu schnell... Komplett meine Schuld. So, der Flicken ist fertig. Jetzt bauen wir mal einen Flicken. So. Weiß jetzt nicht genau, wo der Schaden... Nein! Vorsicht. So, hier muss ich irgendwie reinkommen. Da, die Tür ist auf der anderen Seite, aber ihr seht das hier. Guck mal, da ist... Ich glaube, ich falle da runter. Das ist nicht so gedacht, dass ich jetzt hier diesen Metallstreben darunter... Das ist nicht so gedacht. Wenn, dann von der anderen Seite. Aber hier komme ich auch nicht lang. Wenn, dann von hier... Ja. Ah, nee, das ist auch nicht so gedacht. Oder? 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 Yes! Ich habe mich da durchgekämpft. Hahaha! Oh Gott, komme ich jetzt hier wieder raus? Oh nein, das ist einer dieser Momente, wo ich einfach mal hoffe, dass ich hier wieder rauskomme. Was passiert, wenn ich da nicht mehr rauskomme? Dann haben wir ein Problem. Ich habe die Taschenlampe noch nicht gebaut. Das wäre jetzt hier ganz gut langsam. So, da zu viel guter Loot. Wir mussten hier einfach rein. Zu viel kostbare Dinge. So, und jetzt ist die Frage. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ah, weil hätte ich von Anfang an sogar von dieser Richtung kommen können. Gut. Sehr gut. Das haben wir hervorragend gemacht. Jetzt können wir weiterfliegen gleich. Also 96% Gesundheit hat unser Schiff. Ah, hier, guck mal. Da ist ein dicker Schaden entstanden. Ja, repariert. So ein Glück. Schiff ist wieder gut. Wir freuen uns. So. Jetzt. Weiter geht's. Was wollen wir als nächstes machen? So, Transformator. Ja, auf jeden Fall. Müssen wir erforschen. Und das hier wollten wir bauen. Luftschiffbauer. Haha, und ab dann können wir unser Schiff vergrößern. Und das wird ein großer Spaß werden. Ich muss aber auch was zu essen ganz dringend haben. Wir sollten, glaube ich, schon mal kurz abheben. Und schauen, dass wir das nächste Leuchtfeuer entdecken können. Ich finde einen Ort mit einem doppelten Blinklicht. Da hinten ist einer, oder? Da ganz hinten, da, das sind doch zwei, oder sind das zwei nebeneinander? Wir werden sehen. Erstmal auf zu dem Licht. Ich weiß nicht, ob wir da schon hoch können. Sonst zu dem da. Ich glaube, die roten Lichter zeigen grundsätzlich tiefer gelegene Plattformen an. So, wir können jetzt auch die Geschwindigkeit fixieren mit R. Das heißt, er fährt jetzt, müsste eigentlich weiterfahren. Können wir nutzen, um hier mal kurz ein paar Ressourcen an Bord zu holen.
Und da müssen wir dringend jetzt angeln gehen, weil wir haben nichts mehr zu essen. So, da müssen wir einen Köder bauen. Köder, fährt er jetzt noch? So, jetzt haben wir das Baumenü. Sehr, sehr gut. Und jetzt können wir, guck mal hier, einen neuen Raum bauen. Kleines Cockpit. Hahaha. Leiterraum. Das heißt, wir können auch nach oben tätig werden oder normalen Raum. Temporäres Raumgerüst. Lagerraum. Was haben wir noch? Tür, Plastikwand und den Steg. Dafür brauchen wir aber super viel Metalle. Wir brauchen Plastik. Ihr seht, das ist schon ganz schön teuer jetzt, ne? Deswegen muss man immer gut aufpassen, dass man richtig baut. Auch selbst so ein Steg kostet 5 Metalle. Also da müssen wir erstmal richtig looten, damit sich das überhaupt lohnt. Aber erst... Oh, das kann ich auch nicht mehr bauen. So, erst jetzt hier was angeln, sonst sind wir bald tot. Und runter damit. Also jetzt können wir, wenn wir schnell sind, das dauert ja immer 20 Sekunden oder so, können wir ein, zwei Sachen hier looten und dann gehen wir schnell rüber in die Angelstation, damit wir es nicht verpassen, weil wenn der nicht geerntet wird, dann macht er sich vom Haken frei und dann ist er weg. Das wollen wir natürlich nicht. Da haben wir schon einen verpasst jetzt? Da, ne. Was haben wir? Komm, gib mir mal was Schmackhaftes. Naja, okay. Staubsalat. So, Köder wird abgesenkt und wir gehen mal in die Kochstation. Jetzt haben wir sogar Hände frei, Flaschen frei, um nachzufüllen. Sehr gut. Ist der, der ist glaube ich schon dreckig, ne? Ja. Das heißt, da müssen wir wieder einen neuen Filter bauen. Ihr seht, man hat immer was zu tun. Das ist wirklich wie bei Raft. Na, wahrscheinlich jetzt wieder so ein Staubding. Nee. Verdorbenes Essen. Muss das sein? Können wir nichts Besseres haben? So, jetzt essen wir... Ha? Hatten wir nicht auf Kochen gedrückt? Wir müssen was essen, Leute. Es gibt so viel zu tun. Ich bin wieder komplett wirklich im Modus drin. Das und das und das. So, jetzt warten wir, bis hier was Neues kommt. Oh! Was haben wir drin? Ah, wieder so ein Ding. Okay, na gut. So, der Köder ist aufgebraucht. Jetzt können wir erstmal das essen. Niam, niam. Hält uns kurz am Leben. Stecken sofort den nächsten Staubjohnny da rein und kochen weiter. Können jetzt hier den nächsten Köder reinsetzen und angeln. Während wir angeln, gehen wir hier rein in die Kanone und holen uns Ressourcen, die wir bitter nötig haben. Insbesondere Metalle. Wenn wir das Schiff ausbauen wollen, sind unverzichtbar. Außer Reichweite, außer Reichweite. Das Essen ist fertig gekocht, das ist gut. Das sind Metalle. Und rüber zum Dingsbums, Köder. Na, braucht das noch ein bisschen? Ja, sehr gut. Köder kommt nach oben. Wir essen den Staubsalat. Und nehmen uns das und senken den wieder ab und kochen direkt das nächste. Bam, rein, bam. Dann gehen wir noch kurz ein bisschen ballern. Oh, direkt vor der Nase. Dankeschön, nehme ich. Außer Reichweite. Oh, Hydration Level ist auch schon wieder ein Problem. Blöd. Und der Köder klappert, richtig pünktlich angekommen hier am Klappautomat. Ihr verdorbenes Essen, was soll denn das?
Tür wieder runter. Und wir essen diese Staubmotte. So, was ist jetzt mit dem verdorbenen Essen? Können wir damit irgendwas anfangen? Nee. Einfach nur organische Ressourcen. Okay. Dann nehmen wir mal hier das saubere Wasser raus. Und da packen wir die rein. Ihr seht, man hat immer zu tun. Das ist komplett irre. Oh, nochmal verdorbenes Essen. Ich will aber ehrlich gesagt frisches Essen. Wenn es irgendwie geht. Also wir verhungern jetzt schon mal nicht. Das ist die gute Nachricht. So, warte, was können wir noch erforschen? Eine Lagerkiste wäre schon mal nicht schlecht. Taschenlampe. Brauchen wir Kupfer. So, jetzt erforschen wir erstmal eine Kiste. Dann... Das können wir uns. Ja, wir brauchen Kupfer. Maschinenteile. Motor. Jeder zusätzliche Motor lässt uns schneller werden. Das heißt, ich könnte jetzt. Brauchen wir natürlich auch mehr Treibstoff, ne? Aber ich könnte einen zweiten Motor bauen. Wir könnten mal diese Lagerkiste bauen. Flicken haben wir eigentlich alles. Das haben wir alles. Jetzt geht es ja eher darum, dass wir erstmal das Schiff ein bisschen weiter ausbauen. So, und eine Lagerkiste können wir bauen. So, das machen wir mal kurz. Wie sieht das hier aus? Da machen wir mal Schmutzwasser wieder hier rein. Und wir müssen selber auch mal langsam wieder was trinken. So. Und essen wäre auch zur Abwechslung mal wieder nicht schlecht. Oh, hier, da brauchen wir wieder eine neue Batterie. Um was? Das machen wir später. So, jetzt ein paar Ressourcen. Metalle, wo seid ihr? Wir brauchen Metalle. Alles synthetische Mineralien. Da sind Metalle. Da auch. Oh. Oh. Ist ganz praktisch, dass man hier nicht so sich von seinem Luftschiff entfernen muss. Ist ja bei Raft oder Subnautica zum Beispiel so, dass man aus seinem Schiff springen muss oder tauchen muss, um dann zu sammeln. Hier kann man schön in den eigenen vier Wänden bleiben. Was ja für so bequeme Menschen wie mich, so Stubenhocker, genau das Richtige ist. So. Wisst ihr, was für solche Spiele auch cool wäre? Es gibt ja für so VR-Anwendungen immer eine virtuelle Umgebung, in der man sich befindet. Und das sind ja oft dann irgendwelche super fancy Apartments oder so. Warum nicht für so ein Spiel wie Forever Skies quasi mein Luftschiff als virtuelles Hub nehmen? Und dann kann ich mir jetzt zum Beispiel eine Leinwand reinbauen und dann kann ich dementsprechend in VR da irgendeinen Film starten oder so. Das wäre doch mal nice. Generell ist das Spiel eigentlich sehr, sehr gut geeignet für VR, ne? Das könnte man doch super umsetzen. Also das sind Metalle, das hier sind, also diese Bälle da sind, die da sind Synthetik. Und diese anderen Cluster sind Metalle. Da, das hier ist Metall. Da muss man ganz schön geduldig looten hier. Kommt erstmal nichts. Ah, jetzt. Wop. Wir wollen ja nichts verpassen. Okay. Jetzt können wir uns mal so langsam aufmachen zum nächsten. So.
Da hinten, zu diesem nächsten Blinklicht. Ich glaube, wir kommen da rauf. Eventuell müssten wir aber auch die Höhe erstmal erweitern. Werden wir gleich sehen. Das ist natürlich arg langsam, ne? Ich baue gleich einen zweiten Motor. Das ist hier die Plattform, die wir ansteuern wollen. Nicht gegen knallen. Gut. Komm, hier landen wir. So. Und jetzt langsam absenken, immer so schrittweise. Ganz sachte. Jetzt gibt es wieder eine Schadensmeldung. Okay. Motor aus. Können wir uns schon eine Taschenlampe craften? Das ist doch die eigentlich wichtige Frage jetzt, wenn wir rausgehen. Wo ist meine Taschenlampe? Was? Hatte ich die noch nicht erforscht? Taschenlampe, was fehlt mir? Ach, Kupfer fehlt mir. Ja, Menno, ist natürlich doof. So, die Kiste, kleine Kiste, ich stemme erstmal hier ab. Da müssen wir auch noch, das ist noch nicht final alles, ne? Aber können wir ein paar Sachen erstmal hier aufbewahren, bevor wir auf Loot-Tour gehen. Wie sieht das hier aus mit der Suppe da? Ist da was? Nein, nicht wirklich. Sehr schön. Dann verstauen wir mal, falls wir einfach drauf gehen, ne? Aber das nehmen wir mit, wenn da, die sind ja immer so Schalen mit dreckigem Wasser, die können wir damit gut looten. So, da können wir, es gibt 6 synthetische Materialien, wir machen es jetzt einfach mal. Aber diese großen Bälle, die überall rumfliegen, da müssen wir eigentlich diese kleinen Sachen gar nicht. Oder ist noch Metall? Für Metall mache ich gern nochmal den Strahler an. Okay, was haben wir denn hier? Was bist du denn? Schloss kaputt. Guck mal hier, kriege ich nicht richtig auf. Was brauche ich dafür? Erstmal scannen wir das. Versperrte Versorgungskiste. Werkzeug erforderlich. Repair Patch. Ah. Haha. Guck. Haha. Ja, geil. Kraftstoff und ein isotonisches Getränk. Ja, das hat sich ja gelohnt dafür. Meinen kostbaren Reparaturkleber zu verwenden. So, Plastikmüll. Sehr gut. Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Kupfer. Kupfer ist auch so eine Ressource, die gibt es eigentlich in jedem Spiel. Und ist immer unterschiedlich wertvoll. Bei Minecraft zum Beispiel gibt es ohne Ende Kupfer. Aber man hat das Gefühl, man kann da gar nicht wirklich was mitmachen. Eine wertvolle Batterie. Oh, ein kleiner Filter. Flicken, ja, nämlich. Sehr nett auch, dass hier ein Flicken ist, wenn man nämlich selber keinen hätte. Ich hatte jetzt ja einen im Gepäck, aber dann hätte man sich diesen Flicken hier nehmen können, um die Kiste zu reparieren. Oh, super viel Kraftstoff, das ist gut. Bin ich Fan von. Ja, wir müssen gleich mal was essen. Da haben wir eine Datenkarte. Guck mal. Warte,
Ja, Schaden. Was hatten wir da jetzt gerade? Oh, guck mal hier. Piratenlandungsschiff. Oh, das ist ja süß. Das können wir uns da, glaube ich, reinstellen in das Schiff. So dekorativ. Boah, Hammer. Das ist ja, hier ist ja richtig viel Loot. Guckt euch das an, Leute. Alles voller Loot. Hier noch. Toll, 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 toll. Das ist sehr befriedigend. Wenn man so viele tolle Belohnungen erhält. Ist auch noch was? Ja. Da auch noch. Gehen wir noch einen nach oben. Achso, das ist die Metallkomponente. Was haben wir hier? Oh, guck mal, das meinte ich, ist dieses Becken mit dem Dreckswasser. Das können wir jetzt gleich einfüllen. In unsere. Oh ja, okay. Ja, alles klar. Fühle ich, machen wir. Versprochen. Wenn ich jetzt nicht schlafe, dann werde ich ohnmächtig. Deswegen machen wir mal kurz die Schotten. Nein, die Schotten dicht. Sonst wird es ungemütlich und wir schlafen. Schlaf, ich schlaf. Schlaf, ich schlaf. Und jetzt mit richtig neuer Energie. So. Vielleicht werden wir auch hier schon fertig, aber. Da ist noch ein bisschen Metall. Ich will mal schauen, dass wir jetzt unser Schiff ein bisschen vergrößern können. Deswegen brauche ich hier ein bisschen im Idealfall Metall. Na, außer Reichweite. Außer Reichweite jetzt. Na komm. Ich glaube, die Reichweite dieser Kanone können wir bestimmt auch noch verstärken. Das ist Metall, ist zu weit weg. Da kommt frisches Metall. Erstmal das. Hey, nicht abhauen. So, also synthetische Materialien haben wir jetzt wirklich viele. Oh, da ist noch Metall. Come on. Jawohl. So, jetzt haben wir ein bisschen was rausgeholt hier aus der alten schmutzigen Erde. Jetzt wollen wir doch mal gucken, erstmal was essen. Ach, wir haben nicht so viel zu essen. Das Essen ist ein Problem. Können wir eigentlich direkt wieder aufsteigen? Ich muss 100 Sekunden lebensfeindlichen Bedingungen zu atmen, ja. Wir müssen wieder angeln gehen, Leute. Es hilft alles nichts. Steigen wir einmal auf. Warte mal. Ja. So, da ist ein blaues Licht. Ich glaube, da... Ja, ich weiß. Ich glaube, wir kommen nicht in das blaue Blinklicht. Wir können es probieren, aber irgendwie war mir so, dass wir derzeit... Wir nehmen mal das da hinten, was ein bisschen weiter weg ist. Und dann gehen wir erstmal angeln. Und dann bauen wir.
So. Jetzt haben wir Köder. Oh, wir haben gar keinen Köder. Das ist nicht gut. Was? Printing completed. Ich will hier nicht beschossen werden von Trümmerteilen. So, schnell, schnell angeln gehen, sonst verhungern wir. Köder absenken, währenddessen bauen wir direkt 9. So, und jetzt gucken wir nochmal in unser Schiffsbautool. 93% Gesundheit. So, Plastikwand, Tor, Wände. Wir können Lagerraum bauen. Zusätzliches Stockwerk. Oder halt einen stinknormalen Raum. Was meine ich mit wird benötigt, um etwas anderes zu bauen? Ich baue das jetzt einfach mal so. Oh, no, no, no. No. Ich muss da ran. No, 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 ich krieg das nicht weg. Hör auf. Hör auf. Ja, egal. So. Oh, das war knapp. Ah, ich krieg... Ah, sauber. Das können wir gut machen. Das wird uns am Leben erhalten. Nein, ich habe das aus Versehen gegessen. Das war nicht mein Ziel. Aus Versehen diese rohe Seeampfer da gegessen. Nicht in Ordnung. So, das Ding ist auch schon wieder kaputt. Oh, es wird, hier, gib mir was. Was haben wir? Ach, das ist sehr schön. Diesmal werden wir die aber kochen. So, die wird uns sehr gut schmecken. Und dann wollte ich gleich erstmal das hier bauen. Jetzt können wir hier noch Neues erforschen. Die Taschenlampe geht immer noch nicht. Klebezettel. Mach mal. Oh, geil. Ja, nehme ich auch. Da muss jetzt mal Köder rein. Hier wird noch sehr gut. Die konsumieren wir direkt. Und packen die nächste rein. So, Überleben ist fürs Erste gesichert. Zack, Membran hinzufügen. Sehr gut. Läuft, läuft, läuft. Plastikmüll. Ja, wir müssen ja eh alles erforschen. Dann, wir müssen noch ein bisschen angeln, damit wir Vorrat haben. Das kocht noch. Was können wir noch machen? Fabrikator haben wir eigentlich schon. Leiterplatte. Achso, wir können das nur zu 50% dann. Okay. Das ist, wie es ist. So, guck mal, das können wir direkt essen. Ah, der Bauch ist wohlig gefüllt. Wie sieht's da aus? Nee. Oh, sehr schön, da ist wieder was Neues drin. Ah, diesmal ist es so ein Staubding. Das können wir direkt hier wieder kochen. Wir brauchen aber Wasser. So. Okay. Ist wichtig, jetzt erstmal sich einen kleinen Vorrat anzulegen. Später werden wir da auch noch andere Sachen rausholen, ne? Aber hier ist halt so Anfängergebiet. Da gibt es halt nur diese Seeampfer. Nein, nicht konsumieren, nehmen. Oh, das war knapp. So, die nehmen wir jetzt und schmeißen direkt dich da rein. Dann fühle ich mich erstmal ein bisschen... wohler. Ist das Ding schon voll? Schmutzwasser abfüllen. Schmutzwasser da rein. Und so, denn das Wasser wird uns auch gleich alle gehen.
Was haben wir hier drin? Ah, gib mir den Staubsalat. Guck mal. Dann nimm den Staubsalat. Koch den Staubsalat. So. Ist das Ding schon ja komplett kaputt? Nach einer Ladung? Nö, ernsthaft? Das ist ja super mies. Warum? So schnell. Okay, jetzt haben wir ein bisschen was zu essen. Wasser produzieren wir auch gerade nach. Da kann ich mich jetzt mal ruhigen Gewissens um... Was ist das? Ach, das ist das Piratending. Diese Dekoration, die süße. Aufs Bett stellen. Kann ich doch nicht einfach so aufs Bett stellen. Darf ich doch schlafen. Hier draußen ist doch ganz süß, oder? Blick da nach vorne. Hey, hey, guck. Finde ich großartig. So, jetzt, komm, lass uns mal bauen. Jetzt haben wir doch unser Schiffsbautool. So, und jetzt hatte ich doch gesagt, wir wollen schauen, was mit dem zweiten Raum ist. So, den können wir hier ran dötzen. Ja, das machen wir mal so. Fuck, was jetzt? Ich frag mich gerade, ob... Ja, genau, hab ich bekommen. Und was ist mit den... Wo sind die Fußstützen? Wo sind die Fußstützen? Diese hier. Sind die einfach jetzt kaputt? Oh, Mist. Ah, es ist aber blöd. Ich glaube, ich habe die Sachen alle verloren, oder? Tür, wie machen wir das jetzt? Hier ist die Tür. Warum? Geht das nicht mehr? Was fehlt mir? Warum? Plastikwand? Plastikwand? Muss ich erst die Wand und dann die Tür oder was? Habe ich nicht mehr genug Plastik, ja? Oder? Ja, leider. Tür könnte ich mir leisten, sogar. Aber hier könnte ich sie jetzt wahrscheinlich reinmachen. Das ist natürlich noch nicht jetzt final, ne? Das ist einfach noch nicht so schön. So, was ist hier mit dem Steg? So, das ist natürlich sehr wichtig. Aber jetzt kommt hier die wieder hin. Wir müssen ja ein bisschen Rohstoffe auch ballern können. Aber da wollte ich jetzt eine Tür machen. Kann ich mir nicht leisten, so wie ich das hier gerade sehe. Warum? Müssen wir mal kurz rausfinden. So eine Tür, eine Wand. Warte, geht das nicht? Ah, warte mal, das doch, so geht das. Bam. Ja. Und jetzt eine Tür da rein oder was? Ja, so geht das. Okay. Super, jetzt kriegen wir die Tür auf. Da will ich natürlich früher oder später auch eine Glaswand haben. So, und das gleiche würde ich gerne hier auch machen. Erstmal das, dann... Was? Das war alles, was wir an Schmutzwasser haben. Jetzt können wir das hier einmal aufheben. Das hier auch. Oh, das auch, bitte.
Also kann ich entfernen. Ah, da kriege ich leider, dafür kriege ich nur die Rohstoffe zurück. Ey. So. Jetzt könnte ich das gleiche nochmal machen, damit es ein bisschen symmetrisch bleibt. Ey, warte. Zack. Entfernen. So, und jetzt Baumenü und nochmal ein Raum. So dran setzen. Das machen wir das gleich nochmal. Dann gehen wir auf die Wände. Ne, erst auf die Wände, glaube ich. So. So. Ach so, warte mal. Na. Türen. Öffnen. Und jetzt machen wir hier auch wieder den Steg. So. Okay. Jetzt zumindest symmetrisch. Jetzt müssen wir aber natürlich auch uns wieder um Antriebe kümmern, weil natürlich die... So, jetzt machen wir das dahin, dann habe ich keine Flasche mehr. Ja. Was war das denn? Hallo? Wir sind uns schon einig, dass das Quatsch ist. Ich hatte doch drei Flaschen. Habe ich eine hier reingepackt? Ja. So, das bauen wir da hinten nochmal alles neu. Dann gib mir mal... Ach komm, wir trinken einmal einen Schluck. Muss ich das doch hier eigentlich abfüllen können, oder nicht? Ja, so ist es. Und das... das wollte ich erstmal abbauen eigentlich. Kann ich jetzt nicht abbauen. Das kommt natürlich dann hier näher an das Ding ran. Die Angel kommt... Was? Was soll denn das? Hallo? So. Schön gerade. So, okay. Der Kochtopf könnte auch jetzt näher zur Angel. Wer hält da nicht leer? Kann ich das Wasser da... Oh ja, kann ich sogar... Das ist ja toll. Kann ich einfach wieder zurückpacken. Heben wir auf. Und... kommt dann hier mit rein. So. Gut. Was ist hier los? Das ist gleich fertig. Inventar voll. Müsste ich mal so eine Plastikflasche bauen. Ist fertig. Dann füllen wir ab, bitte. Und heben wir auch auf. Und kommt jetzt auch näher an den... da oben ran. So, dann müssen die Wege nicht so weit. Jo, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Also, jetzt haben wir ein bisschen was gebaut. Wir werden das natürlich alles noch schöner machen. Haben wir einen? Ja, sehr gut. Tür zu. Und jetzt können wir Kurs nehmen, erstmal auf die nächste Plattform. Beschleunigen auf unsere Höchstgeschwindigkeit von 14 km/h. Ah ne, jetzt kriegen wir nur noch 12 hin. So, und wenn ich jetzt... So, jetzt ist die Geschwindigkeit fixiert. Jetzt gehe ich hier kurz raus. Darf das nicht aus dem Auge verlieren, sonst knallen wir im Zweifel irgendwo gegen. Und... hol hier schön... die Materialien aus dem Himmel. Aufpassen, dass wir da nicht gegenknallen gleich. Nicht ungefährlich, was wir hier machen. Oh. Was? Hilfe. Oh nein. Okay.
Dann halt nicht. So geht das natürlich nicht. So. Wow, 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 wow. Entsperren bitte. So, da wollen wir jetzt wieder landen. Und dann würde ich gerne mal aufrüsten, dass wir hier schneller kommen. Schneller fliegen können. Das heißt, einen zweiten Motor würde ich gerne bauen. So, müssen wir aufpassen, dass wir da oben nicht gegenstoßen. Und jetzt ganz langsam runter. Ganz langsam. Ups, okay. Das sieht gut aus. So, jetzt. Hier können wir ein paar neue Sachen machen. Klebezettel. Ja, ist gut für Kisten und so. Ich wollte gerne einen zweiten Motor und eine Basistemp. Das ist hier super wichtig. Weil dann kommen wir höher. Dann können wir auch diese blauen Lichter anfliegen. Blut. Und dann brauchen wir noch Motoren. Die müssen wir auch mit Treibstoff befüllen, natürlich. Hallo Gaius, was geht ab? Boah, das dauert lange hier. Warum dauert das so ewig? Ja, ich meine, das ist auch ein Motor, ne? Nur fair. Printing completed. Okay, die ist riesig. Die muss, glaube ich, wie war denn das unter das Schiff? Kommen wir am besten raus. So, ah, oder warte mal, wo baue ich die? Oder oben ans Luftschiff? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wie rankommt. Auf deinem Luftschiff. Ah so. Ah ne, dann aber machen wir das an die Seite. Ich will hier nicht runterfallen. Können wir das. Ja, warte so. Geil. Ich bin ja Fan von Symmetrie, ne? Das kann so nicht bleiben. Jetzt frage ich mich natürlich, ob ich hier hochkomme. Nicht besonders smart geflogen. Ah, ich kann an Bord klettern. Ne, warte. So, an Bord. Nein, jetzt habe ich aus Versehen das Drecks. So, dann. Das darf ich nicht mehr. Was fehlt mir? Metalle und elektrische Elemente. Was fehlt mir da für Kupfer? Ach. Naja, das ist jetzt nicht symmetrisch, aber jetzt haben wir zumindest mal die Höhe gesteigert. So. Okay, dann. Ah ja, von hier komme ich gar nicht rüber auf die andere Seite. Das habe ich nicht clever gemacht. Gott, das ist nicht so ungefährlich. Oh, ist auch richtig glitschig hier im Regen. So. Ja. Das darf ich nicht aufsammeln. Das muss ich mit der Kanone machen. Und dann mal rauf hier. Was finden wir denn hier an Loot? Oh, da müssen wir uns den Weg hinein. Nein, müssen wir uns nicht freischießen. Da kommen wir auch so rein. Okay. Was haben wir hier? Maschinenteile. Maschinenteile. Oh, was ist das? Geil. Eine kleine Lampe für mein Luftschiff. Ob die auch funktioniert oder ist die rein? Fürs heimelige Gefühl. Leuchtet gar nicht. Flicken. Auf den Scanner. Was ist hier noch Leckeres? Wir sehen nichts, aber wir finden es trotzdem.
Ja, elektrische Elemente, das brauchen wir. Da halten wir ihn auf. Und zack, was lesen wir? Oh, Blütenband. Oh. Können wir Blütenband machen? Das wird dann schön aussehen. Im Idealfall wächst da auch noch was drauf, was wir essen können. Das wäre doch fantastisch. Wir müssen uns ein Gewächshaus bauen. Dass wir nicht ständig angeln müssen. Das wird auch noch kommen. So, haben wir hier alles rausgefischt? Ich vergesse so ungern Sachen. Übersehe so ungern Sachen. Ich glaube aber, das war's. Ja. Hier gibt es noch eine wunderschöne Batterie. Die sind immer sehr wichtig. Weil auch recht selten. Haben wir... Nee, ich habe tatsächlich keine Flasche. Aber... Wenn ich jetzt einfach... Ah, oh Mist, darf ich nicht trinken. Ja. Was haben wir hier noch? Oh, guck mal. Plastikmüll. Für den einen Müll, für den anderen ein wertvoller Schatz. Guck mal, von hier oben kann ich auf meinen... Luftkissen springen. Oh, hier. Oh! Oh, super! Sehr, sehr schön. Kann ich jetzt trinken? Immer noch nicht, oder? Doch. So, dann nehmen wir jetzt das Dreckwasser mit. Und ich glaube, dann haben wir hier auch schon wieder alles. Runter. Hallo? So. Plastikmüll. Ist hier noch irgendwas? Nee. Dann geht's zurück ins Schiff. Oder ist hier über die Blüten noch irgendwas zu erreichen? Nee. Zurück aufs Schiff und weiter suchen. Guck mal, hier ist nämlich so eine kleine Beeteinheit. Sowas brauchen wir auf dem Schiff. Oh, die ist kaputt. Schau. Da war tatsächlich noch ein Schaden. So, wir klettern an Bord. Und schießen wir noch ein paar Ressourcen von hier. Dann fliegen wir jetzt gleich weiter und jetzt müssten wir eigentlich hoch genug kommen für die Blauen auch. Ja, Metall, sehr gut. Metall. Das ist alles. Kein Metall. Das ist Metall, aber ein bisschen weit weg. Das ist Metall. Hat nicht geklappt. Schade. Da. So. Reicht. Lass ich mal schauen. Immer noch nicht. Elektrische Elemente brauche ich dafür. Da habe ich halt Kupfer für. Was ist mit dem zweiten Motor? Warte, wo war mein Motor jetzt? Da, geht. So, einen zweiten Motor können wir bauen. Wir haben ja... Ich habe nur 20 Metalle, das ist voll wenig. Den zweiten Motor dötze ich nochmal ran, dann können wir schneller fliegen und dann suchen wir uns jetzt mal diesen blauen da. Werkzeugladegerät. So, wenn das fertig ist, bauen wir den an, den zweiten Motor. In der Zwischenzeit können wir mal unser kleines hier, das Mitbringsel, guck mal. Kann man die anmachen? Nee. So, der braucht natürlich auch echt lange. Oh, wir können hier wieder das dreckige Wasser reinfüllen.
Darf ich nicht nachfüllen? Oh, ich darf nicht nachfüllen. Mist. So, das ist fertig. Nehme ich natürlich sofort. Oh Gott, bitte nicht runterfallen. So, jetzt packen wir den. Maximum flight speed increased. Dankeschön. Und zack, jetzt haben wir da 80 drin und hier sind 25 drin, ja. Kann ich die Hälfte, wie kann ich hier die Hälfte rausnehmen? Teilen. So, und da teilen wir auch nochmal. Und den Rest geben wir da rein. So. Wir klettern an Bord. Tür zu. Und wir fliegen weiter. Höher, schneller, weiter. Ich habe schon wieder Hunger. Was ist denn hier gekocht? Verwenden. In 2 Stunden ist das nämlich auch sonst nicht mehr genießbar. Das ist noch genießbar, aber hier kommen wir essen eh alles. So. Und dann, let's go, let's go. Da sind 2 Blinklichter. Da hat uns ja das Spiel hinge... Ach, das war voll dumm. So, da sind 2 Blinklichter. Und wir kommen jetzt... Oh, guck mal, hier ist jetzt auch einmal rot. Wir kommen jetzt, wie hoch Maxhöhe ist? 250. Was ist das da? Oh, da würde ich... Ja, da kommen wir auch hin. Doch, das klappt sehr, sehr gut. Muss ich hier? Nee. So, jetzt drehen wir hier einmal. Und landen da auf der Plattform. Und dann hat das Spiel uns... Oder wir haben das gemacht, was das Spiel von uns will. Oh, Vorsicht, nicht dagegen knallen. Oh, langsam. Wir müssen jetzt ja auch die neuen Ausmaße hier mit einberechnen. Hätte ich in die Höhe bauen sollen. Und nicht in die Breite. So, sanft landen. Sanft landen. Sehr gut. Ja, mach mal. Nicht gut. Wir könnten auch mal wieder schlafen. Das machen wir. Ich schlafe einmal, weil, wie gesagt, wenn wir zu viel Energie verlieren, dann werden wir ohnmächtig. Okay, jetzt ist es natürlich leider nachts. Aber das hält uns von nichts ab. So, jetzt wollen wir uns hier Kupfer holen. Das ist unser Schiff. Schönes Schiff. Wo ist der Scanner? Da, den halten wir natürlich bereit. Was haben wir hier für rote Orbs? Erstmal das hier, Sauerstoffflaschen hoffentlich. Ne, Helium. Heliumkraftstoff. So, was mit dir? Kaputter Standortradar. Oh. Guck mal, hier sind die einzelnen Elemente von dem, von so einem Raumschiff. Das ist Metall, das müsste ich alles mit der Pistole machen. Oh, was ist jetzt? Ach so, das war nur die Virusinfektion und eine Erinnerung. Ist das Kupfer, ne? Ja, oder? Ja, geil. Das muss ich aber, glaube ich, mit der Pistole abbauen auch. Fürchte ich. Was zum Scannen? Das haben wir doch schon.
Ja. Ich glaube, dafür müssen wir die Pistole nehmen. Da muss ich mich einmal drehen. Und... Warte mal, hatten wir noch auf der Rückseite oder wo war das? Ja. Hier gibt es auch noch was Feines. Runter. Guck mal, da ist noch das... Hier ist ja noch einiges. Hier ist ja noch einiges. Gehen wir erstmal hier rein. Ah, Kupfer. Oh, okay. Komme ich da ran? Gib mir das. Dann hier über dieses Loch. Okay. Und so. Oh, herrlich. Ja. Das ist jetzt die Frage. Wie kann ich das am besten extrahieren? Aber hier werden wir alles, also jeden Kupferknödel werden wir hier rausziehen müssen. Weil Kupfer ist wichtig. Und dann gehen wir mal hier auf die andere Seite. Uppidu. Da dürfte eine Batterie drin sein, nehme ich mal an. Oh, warte. Messerarmbrust. Okay, vielleicht können wir die gleich bauen. Sonst kriegen wir das nicht auf. Da unten ist noch Helium. Ja. Okay, das ist hier wieder ziemlich groß. Das riecht danach, dass ich wieder irgendwas übersehe. Wenn ich nicht genug aufpasse. Zum Glück geht die Tür noch auf, nachdem ich die Batterie da entfernt hatte. Oh. Aha, oh, guck mal, das bringt uns hier richtig weiter. Zuschauerecke. Können wir langsam mal an den Punkt kommen, wo ich Nahrungsmittel anbaue. Das Angeln ist nämlich ganz schön aufwendig. Eine Leiterplatte. Okay. So, das ist ja eher Glas hier, ne? So, da komme ich hier über die... Oh, das wird schon irgendwie gehen. Aber bloß nicht runterfallen. Erstmal hier lang. Oh shit. Das ist... traue ich mir das zu, da so rüber zu springen? Ja, oder? Gott, bitte nicht jetzt wegen sowas. Da habe ich ja ein bisschen Angst runterzufallen, tatsächlich. So, hier ist die... ist der Eingang. Da ist auch noch mehr von dem fantastischen Kupfer. Ich wünschte, es gäbe einen mobilen Extraktor. Das müssen wir alles auseinandernehmen, Leute. Das wird eine ganz schön lange Arbeit werden, bis wir da überall rankommen. Mit unserer Deckkanone. So. Da kam ich her. Calories decreasing. Das ist keine gute Nachricht. Der Hunger meldet sich. Ja. Hunger und Durst. Durst ist leichter zu stillen. Da waren wir drin, ne? Da haben wir auch gerade schon... Ich guck noch mal einmal kurz, ob ich da... Ja, hier waren wir gerade. So, jetzt muss man die Orientierung bewahren. Wo waren wir noch nicht? Da ist noch eine Flasche. Wir sind hier runter, das heißt, wir gehen jetzt hier rauf. Nein! Storm is coming, aber ich bin noch gar nicht fertig. Oh, fuck. Shit, jetzt? Ich will nach Hause. Kann ich den Sturm
Oh. Ich versuche mal schnell nach Hause zu kommen. An mein Boot. Oh oh. Boah. Dann schlafe ich einfach. Ich schlafe jetzt einfach. Ich verschlafe den Sturm. Aber immer noch. Ja. Weiter da aus. Wie lange? Ach, du Super! Ich muss, glaube ich, eh umdrehen. Ja, warte. Lieber Sturm, können wir vorbeigehen? Kupfer, yay! Kupfer! Kupfer! So, da Kupfer. Hammer. Das ist nur ein Eimer, ne? Komm ich da durch? Oh ja, guck mal. Oh, das tat weh. Da ist auch noch mehr. Da hinten ist auch noch was. So, lieber Sturm, hör mal auf jetzt. Lieber Sturm. Wie viele Stunden willst du wüten? Was soll das denn? Da war irgendwas. Oh, ich habe richtig Angst hier. Das blitzt und donnert. Jetzt habe ich aber erstmal ein bisschen Kupfer. Pass auf, jetzt können wir mal schauen. Also, wir können jetzt die Taschenlampe zu Ende erforschen. Habe ich jetzt einfach gemacht. Erforsch. Dann trinken wir noch mal ein bisschen was. Und gluck, 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 gluck. So, Hunger wird bald kommen. So, was können wir denn hier noch machen? Extraktor extrahiert Rohstoffe aus Objektresten. Kleiner Aktionsradius, leichtes Gewicht kann vorangetragen werden. Das brauchen wir. Wir brauchen Energiekristall dafür. Miste. Ja, Energiekristall, das ist aber doof. Leiterplatte. Oh, das Messer. Ah, brauchen wir Polymer für. Standortradar. Ja, nehmen wir auch. Erforsch. Und Regenwasser. So. Taschenlampe. Kostet. Nehme ich trotzdem jetzt. Will ich haben. Standortradar. So, dann das Messer geht wegen dem Polymer nicht. Heliumkraftstoff. Forschen wir jetzt auch. Wir kommen richtig voran. Taschenlampe ist aktiviert. Oh, die macht richtig hell. Aber die hat die auch eine Batteriedauer? Ich, wahrscheinlich schon. Ich befürchte, so ist es. So, fortschrittlicher Insektenköder klingt fantastisch. Ja, lockt auf jeden Fall potenzielle Nahrung an. Das müssen wir auch machen. Wir kommen richtig voran hier. Oh, warte mal, der Sturm hat aufgehört. The storm is gone. The storm is gone. Als erstes drehen wir unser Schiff.
da Kupfer noch? Nee, ne? Ja, die Frage ist, wie komme ich, wo komme ich jetzt noch an Kupfer ran? Langsam, 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 langsam. Super gut. Wir brauchen den Extraktor. Dafür brauchen wir Energiekristalle. Ah ne, ich wollte erstmal. Das war ja völlig falsch. Oh, wie schön, dass der Sturm vorbei ist. Ich hab sehr viel Hunger. Da können wir erstmal hier alles wegbrezeln. Brezel, Brezel. Was ist da? Brezelt. Boah. Das ist nur diese Mini-Ecke da. Da. Haben wir auch. Da ist auch noch was. Da kommen wir aber so nicht ran. Das wäre ja nicht so schlimm. Wir sind eigentlich nur wegen des Kupfers hier. Muss ich mir dann so verschiedene Flugrouten jetzt überlegen, dass ich an die ganzen Sachen rankomme? Ich befürchte. Oh, hier sind schön viele Metalle, guck mal. Sehr wertvoll. Davon haben wir, glaube ich, fürs Erste genug. Ja. Ich muss gucken, dass wir das Kupfer da wegschlürfen können. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Erstmal gehen wir wieder raus. Und ich hoffe, ich habe halbwegs in Erinnerung behalten, wo wir noch nicht waren. Hier waren wir, glaube ich, schon, oder? Schauen wir mal rein. Wie komme ich am ehesten an diese Dinger daran? Muss ich daneben fliegen? Ah, guck mal da unten. Wie komme ich da? Ich glaube, ich brauche den mobilen Extraktor. Oder ich muss halt verdammt smart die Dinger ansteuern. Aber wahrscheinlich ist das eher so gedacht, dass ich das mit dem mobilen Ding mache. So, das war der erste. Dann sind wir diese Leiter runter, dann diese Leiter runter. Also, was war jetzt hier? Die Tür ist noch geschlossen. Also waren wir hier noch nicht drin. Aber wie schön grün das ist. Hier ist hier gar nichts. Warum? Leiterplatte. Leiterplatte. Die Tür geht auf. Was haben wir hier drin? Nix, 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 nix. So, nee. Hallo? Die sind alle leer, die Sachen. Und die neue Taschenlampe zum Einsatz. Aber auch ihr Licht fällt nicht auf irgendwas, was mir gefällt. Oh nein, Starvation. Oh. Da war ich, oder? Da bin ich rübergehüpft, ne? Oder? War das die Situation, wo ich so todesmutig rübergehüpft bin? Ja, ich meine schon. Leute, wir müssen was zu essen haben. Was halten wir denn von der Idee, dass ich jetzt hier noch was zu essen finde irgendwo? Zu gefährlich, wir nehmen lieber die reguläre Treppe. So, da waren wir. Da waren wir. Ich muss was essen. Ich hab nix. Das Messer brauchen wir auch. Das können wir hier ja nicht nehmen. Da waren wir auch schon, aber da war es dunkel. Sieht man mehr, aber nö. Ja, Mist. Wir brauchen Essen, Leute. Wir brauchen dringend Essen. Ich muss erstmal rein.
So, was war jetzt mit diesem verbesserten Angelding? Das wollten wir auch nochmal ganz dringend bauen. Das ist nämlich kostenloses Wasser. Hier, da brauche ich eine Sonnenmelone für. Ich nehme mal nicht an, dass das so funktioniert, dass ich jetzt einfach das hier hinablasse. Das würde mich sehr wundern, aber wir probieren es. Manchmal glitschen die dann ja hier so durch. Nö, geht tatsächlich nicht. Ja, ist gut gemacht vom Spiel. So, wenn wir jetzt nicht bald was essen, dann war es das. Deswegen müssen wir ganz kurz, und dann können wir auch schauen, ob ich hier durch grapschen kann mit meinem. So. Warum? Okay, habe ich irgendwas noch zu snacken? Dosenwasser? Nee, ne? Das ist alte Nahrung, die darf ich nicht. Und auch hier ist ja der Kochtopf. Erstmal Wasser reintun. So, jetzt musste ich leider ein bisschen beeilen, alter Freund. So, bitte was zu essen. Sonst haben wir bald ein Problem. Ja, okay, das nehme ich. Die Zeit, das zu kochen, sollten wir uns auch nehmen. So schnell fallen wir schon nicht tot um. So. Wo bauen wir denn eigentlich als nächstes an? So, es geht schnell. Ah ja, so eine rote da. Seeampfer. Okay, jetzt wird es wirklich dringlich. Also es wäre super, wenn der... Ja, danke schön. Und... Njam, njam, njam. Sehr lecker. Und bam. Und gekocht. Und so, der nächste Insektenköder. Jetzt wird es schon wieder Nacht. Wir werden jetzt die Nacht ein bisschen überhaupt schon mal runtergefallen. Vielleicht ist unten ein Paradies. Ja, das ist gut möglich, dass da ein Paradies ist. Aber ich habe ja eine Mission, ne? Ah, jetzt muss ich da wieder den neuen Köder. Ne, das ist auch gelb, aber das suche ich nicht. Das. Okay, die können wir direkt essen. So, jetzt geht es uns schon mal wieder einigermaßen gut. So, was kann man auch in den Kochtopf tun? Ach, ihr macht Quatsch, oder? Ich glaube, ihr macht nur Quatsch. Köder anheben. Das Verdorbene. Bin mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht. Kann es gerne mal probieren, aber ich meine, da steht nicht zum Verzehr geeignet werden. Also das ist einfach nur ein organisches Material, aber nichts, was man essen soll. Zu meinem Leidwesen. So, wir machen nochmal einen Köder. Oh, die Sonne scheint. So, jetzt müssen wir einfach ein bisschen Zeit jetzt fürs gemeinsame Angeln aufwenden. Sonst kommen wir halt nicht voran. Ich baue mal eine zweite Angel. Mist, was fehlt mir? Metalle. Ah, da hinten waren Metalle. Da. Außer Reichweite. Na komm. Na komm. So, da ist was, hat was angebissen. Ich brauche einen zweiten Köder oder vielleicht sogar einen dritten. So eine dritte Ködermaschine hier. Dann geht das Angelmaschine, dann geht das sehr viel schneller. Klar, so, da Metall, Metall, Metall. Come on!
Come on, come on, come on. Okay, die hängen da irgendwie fest. Oder was? Ich brauche Metalle. Da? Oh, was war? Nee, das nicht. Da, komm jetzt. Komm. Na ey, das ist doch nicht so weit weg. Das ist doch nicht so weit weg. Komm. No. Metalle! Ich brauche Metalle! Da. Und da. Außer Reichweite. Die veralbern mich doch. Die sind exakt so wahrscheinlich so 10 cm außer Reichweite. Das gibt's nicht. Da. Außer Reichweite. Da. Da, 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 da. Oh. So, wir können aber hier unten, guck mal. So. Kriegen wir da. Ja, da kommen wir auch noch hin. Sehr gut. Ja, und da unten ist auch noch was, aber da. Oh doch. Okay, da gab es auch noch mal ein paar Metalle. Hier voll gelohnt. Und da ist auch noch irgendwas. Ah, ist außer Reichweite. Und da müssen natürlich jetzt irgendwo diese Kupferspulen auch noch sein. Ich brauche nicht diese Synthetik. Ich brauche Metalle. Los. Da. Außer Reichweite. Voll gemein. Gib mir Metalle. Die sind eindeutig nicht reichhaltig genug. Das machen die mit Absicht. Egal, ich wollte jetzt ja erstmal einen zweiten Angel-Johnny bauen. Den hier. So, damit ich doppelt so viel angeln kann. Und dann habe ich noch einen zweiten Kabinon-Köder. Oh ja. Dann kann ich zwei, drei von diesen Dingern gleichzeitig laufen lassen und dann geht das auch sehr viel schneller. Dann muss ich keine Angst haben. So, fertig bitte, beeilen Sie sich. Dankeschön. Und sofort einen Köder hinterher setzen. So, jetzt kommt hier die zweite Vorrichtung. Direkt nebeneinander. Yay. Darf ich nicht? Fehlen wieder Metalle. So was Doofes. Zack, rein damit. Und absenken. Huch, absenken. So, guck mal, Leute. Das ist nämlich der Clou. Einfach mehrere da. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Ah, ja, doch, alles richtig. Zack, und absenken. Ja, jetzt brauche ich noch ein bisschen Metall, dann kann ich drei auf einmal bedienen. Los, Beeilung. Beeilung. Ja. Ah, oh, wir werden nie wieder Hunger leiden. Was? Inventar ist voll. Warum ist mein Inventar voll? Das ist ja total doof. Dann brauchen wir mal dringend mal eine neue Kiste. Die ist, glaube ich. Obwohl, warte, nee, die ist gar nicht voll. Wieso habe ich denn so einen Quatsch hier überhaupt massenhaft noch mit drin? Das können wir auch mal so aufteilen. So, dann, up. Runter und runter. Wir kommen hier langsam voran, Leute. Die zweite Kiste packen wir einfach daneben. Aber, nee, nein. Hey. So. Brauchen wir noch nicht direkt. Das nehmen wir. Oh, ich bin richtig happy. Es geht super schnell voran. Jetzt brauchen wir nur ein bisschen Metalle. Dann haben wir drei irgendwann. Oh, okay. Hier wird gezickt. Guck mal, wie die gleichzeitig Erfolg vermelden. Vielleicht so eine kleine Familie jetzt so nebeneinander. So, der hat noch. Der andere hat keinen Köder mehr. Kochstation verwenden. Wir haben zwei davon.
Ich kann immer nur eine kochen, das ist blöd. Aber jetzt dürfen wir auch das Wasser nicht unterschätzen hier. Da müssen wir ganz dringend einen neuen... Das hier. Die Membran bauen. Wir haben hier so viel zu tun, das ist ja einfach... Wir werden nicht fertig hier. Ständig haben wir was. Hier wird was vermeldet. Und den Regensammler wollte ich noch bauen. So. Sehr, sehr gut. Jetzt könnten wir Folgendes machen. Wir könnten mal mit dem Bautool einmal die... Ein Steg darf ich nicht. Warum? Nicht genug Metalle. Nicht genug Metalle. So, nehmen. Kochstation verwenden. Bäm, kochen. So, jetzt kommt das alles weg. Wir brauchen Metall. Da ist Metall. Der ist schon wieder außer Reichweite. Das macht mich wahnsinnig. Da ist Metall. No, 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 no. Und dann fliegen wir gleich mal los und schauen, ob ich irgendwie an diese Raumschiffe rum... Da, warte mal. Das wollte ich. Da muss die Maus für stillhalten. Mist. Oh. Ja, das hat geklappt. Ah, das muss ich überall machen. Da komme ich nicht so leicht ran. Metall! Yay, yeah, da auch. Metall. Gib mir. So. Da, Metall. Oh, ein Traum. Guck. Jetzt. Jetzt habt ihr mich verstanden. Ja, das Kupfer ist so wertvoll. Oh, da kommt noch mehr Metall. Yay. Yay. So kommen wir doch voran. Das ist ganz, ganz wichtig. Herz allerliebst. Da ist auch noch ein bisschen Metall. Ja, ich glaube, ich muss wirklich mit dem Schiff jetzt dahin fliegen und dann so ganz geduldig das Kupfer da rausbohren. Wir müssen noch ein Standortradar auch bauen. Ja, mal schauen, ob wir schon weiterkommen. Hatten wir das Radar bereits erforscht? Warte. Was ist denn hier oben? Oh, Ballonerweiterung. Ermöglicht das Ändern der Ballongröße und das Erhöhen der Gewichtsgrenze. Oh. Und Ballonkern. Die Basis für den Ballon. Jedes Luftschiff besitzt mindestens eine Basis, aber es ist möglich, weitere Ballons hinzuzufügen, um die Hebelkapazität zu erhöhen. Auch nicht schlecht. Wir sollten uns aber vielleicht erstmal an den Ablauf hier halten. Und lass uns mal gucken. Wir sollten so ein Radar bauen. Das wollte ich gleich noch machen, aber erstmal das hier. Was brauchen wir dafür? Glas. Glas haben wir nicht. Wie stellen wir das her? Wie kann man Glas herstellen? Muss ich sammeln? Kann ich nicht bauen? Ah, ist ärgerlich. Muss ich irgendwie abbauen mit meinem Schiff. Ah, es wäre so schön, einen Energiekristall zu besitzen. Und ein Messer. Wir machen... Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Da brauchen wir auch Festkörperbatterien für. Aber wollen wir mal... Ballon vergrößern, Ballon verkleinern. Ballonkern. Das können wir eh noch nicht machen, aber das könnten wir machen. Ich weiß nicht, ob das direkt angewendet wird oder ob wir da noch was für bauen müssen.
So, gib mir mal die Motte hier, dann... So. Ballon vergrößerbar, benötigt Luftschiffbauer, Oh, Risk of Starvation. Dabei habe ich doch super viel leckeres Essen. Oh, bin ich satt. So schön satt. Wir brauchen demnächst auch nochmal einen zweiten Kochtopf, um das hier mal alles zu beschleunigen. Das kommt da mit rein. Da müssen wir den nächsten... Zack, zack. Und dann bei euch einen Wasserextraktor. So, das heißt, wir müssen jetzt hier mal da Steg. So, das ist der nächste Steg. Dann nehmen wir das und jetzt gucken wir, kriege ich einen Wasserextraktor? Da, Regenwasser, das brauche ich. Da müsste ich eigentlich... Ich weiß nicht, ob das dreckiges Wasser ist oder sauberes. Vermutlich ist es dreckig, oder? So wie ich jetzt die Welt hier einschätze, wird da ja kein sauberer Regen runterkommen. So, pass auf, du kommst einfach mal dahin. Und dann schauen wir mal, was da am Ende drin landet. Regnet ja auch gerade sehr schön. So, jetzt muss ich noch was trinken. Ich hab Durst. Wasser. Sehr schön. Okay, dann können wir jetzt... schauen, dass wir an diese Dinger daran fliegen. Gucken wir mal, ob ich das gebacken bekomme. Also... an jede von diesen kleinen Wohnwagen-Einheiten können wir an... können wir da ranfliegen und dann... Tja, machen wir das. Warte, meine links ist meine Pistole. Komm, wir fliegen mal da lang. Und ich schau mal, ob ich da noch eine Öffnung treffen kann. Und ich glaube, Glas können wir doch auch von hier. Ah, das ist echt blöd. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, dass ich das hier mitmache. Warte mal. Können wir hier irgendwas erkennen? Nee. Wir fliegen noch mal eine Runde. Soll ich da mal direkt rüberfliegen? Kommen wir hoch noch? Ne, maximale Höhe ist schon erreicht eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch was drin ist. Wenn ich da genau... Ich fliege da einmal nochmal genau drüber. Setzen einmal zurück. Da genau drüber fliege. Und dann von oben vielleicht. Wir werden sehen. Nope. Schade. Glas brauchen wir auch. Also ist die Reichweite das nicht. Okay, wir fliegen zu dem nächsten. Ich bin gerade nicht mehr so optimistisch, ob das von Erfolg gekrönt sein wird. Ob er denn nicht gegen das Ding. Sehr gut. So, da. Was ist denn hier? Ist da was drin? Kurz einmal hier schauen. Nee.
Finden wir nicht. Kommen wir nicht ran von hier. Schade. Schade. Außer Reichweite. Hier. Dann fliegen wir einfach zum nächsten Punkt. Und hoffen, dass wir da weiterkommen. Warte, da war noch was. Das war Glas. Sehr gut. Das wollten wir nämlich auch. Da fliege ich nochmal hin. Vielleicht können wir das Glas da auch nochmal rausziehen. Dann können wir nämlich... Wo bist du? Da. Jetzt geht's schon. Oh, hammergeil. Standortradar gebaut. Ja, das hat sich doch gelohnt. Sehr, sehr gut. Haha, wieder ein Story-Ziel erreicht. Komm. Das dauert lange. Jetzt wird es wieder Nacht. Oh, hier ist irgendwas fertig gebacken. Das heißt, wir können das nochmal wieder kochen. Sehr schön. Boah, dauert das. Das muss ja ein sehr wertvolles Ding sein. Die Suppe hier ist voll und... Bam. Was ist hier mit dem Regen? Ja, das ist dreckiges Wasser, alles klar. So, jetzt haben wir diesen Standardradar. Ich nehme an, das ist sinnvoll, den hier neben die Steuerungskonsole zu packen. Aber wie ist der beste Ort? Ist er so gerade oder ist er so schief? So war doch vielleicht gar nicht schlecht. So? Ist das sinnvoll? Eigentlich nicht schlecht, ne? Kann man direkt gucken. Vor uns. Navigation. Erreiche die Ausrufezeichenmarkierung auf dem Radar. Aber welche? Einfach irgendeine? Die nächste ist in 2 Kilometern. Oder ist noch eine näher dran? Da haben wir auf jeden Fall noch einige Fragezeichen. Elemente. Aber wir könnten jetzt direkt dahin fliegen. Ist natürlich auch verlockend, da hinten ist noch so ein Blinky-Blink. Aber das hier, 1,99 Kilometer, ist vermutlich dann das nächste. Ich muss mal gucken, ob wir uns Treibstoff leisten können. Ah ja, der wird nur aus synthetischen Materialien gebaut, das ist gut. So, das nächste Essen ist fertig gebraten. Jetzt haben wir hier noch 4 Nahrungseinheiten. Das ist doch schon mal etwas. So, synthetischer Kraftstoff. Dann können wir das hier mal einfüllen. Das machen wir voll. Und die andere, wo kommen wir da ran? Von hier? Nee, miss. Nicht runterfallen, bitte. Oh Mann, wie komme ich denn an das zweite Ding ran? Ja, geht gerade so. Ach so. Okay. Dann machen wir das jetzt mal auf den Weg Richtung... Oh, ich könnte noch mal eine, vielleicht noch einen dritten Motor irgendwann bauen, dann sind wir noch schneller. So. Wir müssen hier natürlich auch ausweichen, diesen Gebäuden. Deswegen ist es immer schwierig, jetzt hier so einen Autopilot zu starten. Aber wir haben 31 km/h. Ansonsten ist hier nichts.
was wir groß looten könnten. Wir folgen mal direkt der Quest jetzt. Leider kein Autopilot möglich. Guck mal, hier ist ein bisschen Metall. Können wir mal schnell uns schnappen. Wo war noch was? Oh, warte mal, kann man da... Oh, man kann die ganzen Gerüste hier ab... Jawoll! Alter Schwede! Es tut mir in der Seele weh, aber auch nicht. Okay, ich hatte ja keine Ahnung. Das ist ja ein Gamechanger. Ich kann das hier schön, ich kann die ganzen Gebäude hier zum Einsturz bringen. Dann sind die zum einen nicht mehr so sehr im Weg. Und zum anderen habe ich super viel Metalle. Ja, Hammer. Jetzt, das, okay, das wusste ich nicht. Jetzt setzen wir mal kurz zurück. Rückwärts genauso schnell wie vorwärts. Was? Das Wassergarten da. Hier. Guck mal. Jetzt bricht das jetzt zusammen? Nee, geht gerade noch. Das ist alles außer Reichweite zu meinem Leidwesen. Aber das ist ja für meine Metallgewinnung jetzt ein Gamechanger. Ich hatte keine Ahnung. Toll, 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 toll. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen zurücksetzen. Nicht zu doll. Okay. Also machen wir uns den. Und jetzt holen wir uns den. Wie viele? 10? Ah, ich dachte, das wären vielleicht ein bisschen mehr. Aber hier ist, guck mal. Hier ist sehr viel mehr Metall. Als auf der anderen Plattform da gerade. Kommen wir hier noch an irgendwas ran? Das ist zu weit weg. Aber okay, das ist sehr, sehr gut zu wissen. Wenn man das mit mehreren Leuten spielt, ist natürlich umso leichter, weil da können ein, zwei Leute die Kanonen bewaffnen. Man kann sich auch noch mehrere Kanonen kaufen, bauen. Natürlich dann auch möglichst an Steuerbord und Backbord jeweils eine. Und dann kann einer fahren und die anderen looten. Wie sieht's hier aus? Oh, das muss doch viel sein jetzt. Auch nur 10. Will nicht auf mich rauffallen, wenn es irgendwie geht. Ah, es sackt nur ab. So, weiter geht die Lootreise. Von Haus zu Haus. Guck mal, hier ist das nächste Gerüst. Gibt wieder 10. Da rein und... Ja. Kracht wieder etwas zusammen. Aber es sind eh alles Ruinen. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen vorbei navigieren. Möglichst ohne irgendwo gegen zu knallen. Müssen wir immer schön unser eigentliches Ziel im Auge behalten. Das ist nämlich dann eher so in diese Richtung. So, jetzt sind die hohen Gebäude erstmal nicht im Weg. Und das ist die Richtung, die wir jetzt weiternehmen. Können wir hier noch was machen? Das da geht noch. Hooray. Und weiter. Vorwärts. 1 Kilometer nur noch, dann sind wir am Ziel. Hier kann ich eigentlich mal kurz die Geschwindigkeit loggen. Gucken, ob ich hier im Vorbeifahren. So sieht's aus.
so mitnehmen kann. Das bricht wieder in sich zusammen. Passiert. So. Kurz Autopilot. Oh, da hinten ist auch noch eine blinkende Plattform. Wir sind aber gut auf Kurs. Hier ein bisschen aufpassen. Hat Steuerbord. Also was mag da jetzt sein auf dieser Plattform? Ist das die da hinten? Mit dem blauen Licht. Ich glaube, wir müssen mal hier ausweichen. Oh, der Kraftstoff ist aufgebraucht. Das ist Mist. In welchem denn? In dem? Ja. Führen wir direkt nach. Und so, der ist voll. Hier komme ich immer so ein bisschen schwierig ran. Also, 3, der wäre auch gleich leer gewesen. Oh nein, es ist Nacht. Da ist die Plattform. Also das wird schon unser Ziel sein. Das sind jetzt sogar 3 Lampen. Jetzt bin ich aber gespannt. Können wir denn da überhaupt... Ich bin nicht sicher, ob wir genug Höhe haben. Um da überhaupt hochzukommen. Wir haben ja nur 250 Meter. Ah, da können wir nicht landen. Da müssen wir noch was bauen. Haben wir genug Rohstoffe dafür? Für eine weitere... Nope. Was brauchen wir dafür? Elektrische Elemente. Können wir aber bauen, weil wir jetzt ein bisschen Kupfer haben. Können wir jetzt schon? Ja, genau. Basisturbine, Flughöhe, ja. Das wird eine Weile dauern, bis das Ding fertig ist. Wo haben wir das denn eigentlich angebracht? Hier unten. Dann machen wir das natürlich auf der anderen Seite. Versuchen es ein bisschen symmetrisch zu machen. Das wird eine Weile dauern und dann kommen wir hoffentlich da hoch. Das können wir noch erforschen. Die könnten wir erforschen. Aber ich will jetzt das Kupfer mal kurz aufbewahren. Nur für den Fall, dass wir immer noch nicht hoch genug kommen, dann müsste ich noch weitere von diesen Dingern da bauen. Wir müssen ganz schön viel höher. Ja, schlafen. Das ist eine gute Idee. Wir schlafen, während das baut. Ansuir macht wieder die guten Vorschläge. Guten Morgen allerseits. So, das ist fertig. Wir hatten das. Da so noch. Ah, gucken, ob wir das hier gut hinkriegen. Bitte nicht runterfallen. So. Wollen wir mal schauen, ob das schon reicht? So. Ich finde, das sieht gut aus. Kriegen wir sogar die linke Plattform hin? Nee. Aber die kriegen wir hin. So, und jetzt sind wir hier. In der Gartenstadt. Oh, warte, das wird knapp. Oh. Komm mal, das passt doch. Oder gerade so, oder? Wir schabbern hier schon über den Betonboden. So. Willkommen zu Hause. Kann ich hier irgendwas abballern direkt? Nee.
Alles klar, pass auf. Dann lass mal gucken, was wir hier brauchen. Zwingend. Oh, jetzt auf einmal so viel Metalle. 140 Metalle, das ist fantastisch. Fantastisch. Also, wir schleppen natürlich jetzt nicht alles mit. Oh, reduziert die Müdigkeit. Ja, ist auch echt wertvoll. Davon nehmen wir mal zwei mit. Der Rest bleibt da. Helium bleibt hier. Flicken bleibt hier. Wobei, manchmal braucht man ja einen, um so Kisten zu reparieren. Lassen wir mal hier Leiterplatte. Die ganzen wertvollen Sachen bleiben hier. Gekochte Dinger, da nehmen wir mit. Und das Wasser nehmen wir auch mal mit. Das lassen wir hier. So. Dann können wir direkt mal so eine leckere Mampf. Aber wir brauchen wieder Essen bald. Es ist, wie es ist. Und ein bisschen Wasser aufbereiten. Wir haben hier Regenwasser. Und das kommt da rein und du da rein. Okay. So, dann. Uncharted Area. The preliminary analysis started. Hier ist nämlich jetzt ein bisschen was zu den Geheimnissen dieser Welt zu finden. Was? Oh no. Ich wollte eigentlich. Ja, kriegen wir schon alles hin. So. Leute, hier ist jetzt wild. Hier ist jetzt wild. Was ist das? Ein Loch? Ah, ne, warte mal. Das ist einfach voller Wasser. Da können wir richtig viel. Ist das ein unendliches Reservoir, glaube ich. Wie viel haben wir denn jetzt? 2 von 5. 3, 4, 5. Okay, das ist voll. Das gibt uns natürlich die Möglichkeit, super viel. Oh, hier ist auch nochmal so Dreckswasser. Ne, warte, was ist das? Ist das anderes? Das ist Pflanzenöl. Das ist wieder was Neues. Hier, guck mal, hier kommt wieder so viel Neues dazu. Leere Flasche, das heißt, wir können Pflanzenöl abfüllen. Ah, geil. Jetzt haben wir dieses Polymer-Ding. Jetzt bauen wir natürlich gleich das Messer, meine ich, war das. Haha. Samen der kleinen Aster. Aber was halt super wäre, jetzt so ein mobiler Extraktor oder wie der heißt. Das wäre Oberhammer. Guten Tag. Ja, Pflanzenöl. Ja, können wir alles nicht. Oder? Alles leer, ja. Ich glaube, wir kommen hier auf eine ganz neue Stufe. So, wir könnten jetzt. Na komm, die nehmen wir nochmal mit. Und dann gehen wir zurück ans Schiff und bauen erstmal mit diesem Polymerzeug. Und nehmen dann nochmal eine Flasche mit, dass wir das Pflanzenöl hier vernünftig einsammeln können. Oh, Polymer, ich brauche mehr. Oh, das können wir auch alles abbauen da oben. In unserer Kanone. Samen, Polymer. Wir brauchen dringend ein Beet bei uns. Also jetzt haben wir diese drei auf der Ebene. Jetzt gehen wir zurück und bauen erstmal. Ja, wir können hier das Schiff ein bisschen umbauen, weil der Platz schön groß ist, auf jeden Fall. Wir haben ja auch sehr viel Metalle. Also hier können wir jetzt einiges machen auf dieser Plattform.
bin gar nicht bis zum Boden gekommen. Wie ist denn das passiert? Hallo? Entschuldigen Sie bitte. Warum bin ich... Warum? So, jetzt können wir erstmal das Messer, also ich glaube, das brauchen wir nämlich hier oben, erforschen. Dann können wir aber noch andere geile Sachen machen. Und zwar... Das ist gut, Research Finalized. Das hier, den wollte ich... Ah nein, dafür brauchen wir den Energiekristall. Ah, das ist natürlich schade. Polymer, Pflanzenöl. Ja, das können wir dann auch herstellen. Wir bauen jetzt nochmal Flaschen. Wie sieht das hier aus? Mit ja, das sind die Flaschen. Wir brauchen nochmal mehrere Flaschen. Können wir das alles abfüllen? Oh, hier ist leider eine Batterie vonnöten. Haben wir noch eine? Nö. Ich glaube nicht. Aber wir finden hier welche. Da bin ich optimistisch. So, dann hier ein bisschen das Dreckswasser. Einmal auffüllen. Upp. Wie viel haben wir? Leer, leer. Sehr gut. Ah, sehr gut. Kleiner Pflanzentopf. Das gefällt mir. Die lassen wir hier. Tintenknollensamen. Wir müssen auch demnächst wieder um was zu essen kümmern. So, die nehmen wir mit. Da können wir nämlich dann jetzt dieses Pflanzenöl super drin. Oh, Biomassekraftstoff. Oh, ich brauche, wisst ihr was, ich brauche noch eine Kiste. Was ist das Problem? Was fehlt? Ernsthaft? Synthetische Materialien? Muss ich die aus der Kiste nehmen? Was? Original, einer hat gefehlt. Nee, das kann nicht sein. Ich muss doch Unsummen davon haben. Was? Das halte ich für ausgeschlossen, der Herr. Guck mal, obwohl ich jedes Mal so viel von diesen kleinen Klümpchen aufsauge, sind die tatsächlich schon alle. Das kann doch nicht sein. Geben Sie mir mehr. So. Ab hier. Ah, da ist noch ein schöner. So, jetzt haben wir ein bisschen gesammelt. Jetzt können wir die Kiste bauen. So, so, so. Ja, machen wir fertig. Jetzt noch ein bisschen was. Brauchen wir. Geil. So. Plastikmüll. 6 Stück. Nein, wir haben nur 4. Aber ich glaube, wir können auch welchen herstellen, oder? Hoffe ich doch. Wenn nicht, wäre ich enttäuscht. Machen wir mal, kriegt ihr noch hin, ja. So. Plastik, 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 Plastik. Wie waren das nochmal? Da Plastikmüll. Dann brauchen wir auch synthetische. Printing completed. Boah. Hallo? Das
doch nicht, ne? Ich habe das echt unterschätzt. Habe ich jetzt 5 Stück davon? Können wir jetzt das Messer bauen? Ja. Ohne das Messer gehen wir natürlich nicht wieder raus. Jetzt können wir eigentlich gleich nochmal schlafen. Damit wir nicht im Dunkeln da looten müssen. Das will ja keiner. Printing completed. Ja, wir haben da eigentlich da hinten. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. So, jetzt haben wir das Messer. Schlafen wir einfach nochmal eine Runde. Ich muss mit dem Essen aufpassen. Oh ne, warte, das ist jetzt ja mitten in der Nacht. Das war eine dumme Idee. Ich schlafe einfach bis 2.14 Uhr durch. Ja, ich habe die ganzen Flaschen gebaut, das stimmt schon. Ich weiß, ich habe die Lampe, aber ich will die ein bisschen schonen. So, jetzt wird es wenigstens in 4 Stunden wieder hell. Ich habe zwar die Lampe, aber das ist halt, guck mal hier, so viel bringt die nicht. So, hier, ihr habt ein Messer, was wollt ihr von mir? Auf da. Dann hatten wir hier noch Reste in den Töpfen, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, hier ist noch drin. Die sind jetzt leer. Dann hier ist noch Pflanzenöl. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und was haben wir hier? Gut, jetzt haben wir das Pflanzenöl hier rausgeholt. Scanner, jetzt geht's nach oben. So, hier brauchen wir jetzt das Messer für, so wie ich das sehe. Ja, da hat sich das schon bezahlt gemacht. Oh, was bist du denn? Das finden wir raus. Eine Destillieranlage. Das will ich haben. So, Pflanzenöl wird weiter gezapft. Oh, hier. Öldestillieranlage. Es mangelt uns ständig an Ressourcen zum Bauen. Das, was wir von der Oberfläche herantransportieren, reicht schnell nicht mehr. Die Destillieranlage soll Abhilfe schaffen. Sie ermöglicht es, Öle und Harze aus Pflanzen zu extrahieren und daraus Ressourcen wie Polymer herzustellen. Außerdem kann sie Dünger produzieren und so den Anbau beschleunigen. Ein gut angelegter Garten stellt eine unabhängige Quelle für Baumaterialien dar. Dadurch müssen wir nicht mehr Ressourcen suchen. Ja, das will ich haben. Ich will sofort Garten bauen. Armbrustbolzen. Altes Dosen Armbrustbolzen. Wir können bald richtig schießen, Leute. Ist nichts drin. Oh, ja. Das Köstliches zu essen wäre jetzt super, wenn wir da mal was finden könnten. Oh. Epoxid. Epoxy. Ja, komme ich da jetzt auch nur durch oder kann ich von oben mich da fallen lassen? Erstmal gucken wir nochmal auf dieser Ebene, was hier noch ist. Vielleicht von der Rückseite? Nope. Muss ich leider mit dem Deckextraktor einmal wegblasen. Oder wir können uns droppen. Das wäre mir deutlich lieber und so ist es auch. Guck mal, hier können wir uns einfach reinfallen lassen. Ja. Wieder was Neues. Kurzer Geländerahmen. Oh, super viele neue Sachen hier. Wir kommen voran. Epoxid. Ja,
Jetzt wäre natürlich hilfreich, hier wieder rauszukommen, um ehrlich zu sein. Die können mich ja wohl kaum hier eingeschlossen haben. Was würden die doch nicht machen, oder? Nun. Okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass es möglich ist, dass ich mich hier nun. Nun. Keine Panik. Wir machen das jetzt. Also die einzige Möglichkeit ist jetzt hier über das Regal. Oder da über die Fässer. Das Spiel ist aber kein Jump'n'Run. Eigentlich. Und ich würde hier verdammt nochmal in diese bittere Suppe fallen. Seht ihr das? Da ist aber wahrscheinlich gar kein... Kriege ich das hier... Ey, das können die nicht gemacht haben. Das geht nicht. Die können. Nein. Da habe ich nie im Leben mit gerechnet, dass man sich selbst in so eine Situation bringen kann. Ich war mir relativ sicher, dass man hier wieder rauskommt. Das könnte ich noch nicht bringen. Hilfe, Hilfe! Die Herren. Oh Gott, das finde ich jetzt aber unfair. Ja, tja. Warte mal, kann ich hier durchkriechen vielleicht? Nee, ne? Kann ich da rausglitschen? Kann ich da... Vielleicht... Warte, wenn ich hier rauf gehe und dann glitsche ich da... Nee. Vielleicht bin ich hier so rauf und dann da so durch... Das geht. Das war der Tipp. Menü stecke fest. Keks mit Thunfisch. Du bist der beste Freund des Menschen. Ja, fantastisch. Das hat mich gerade ein bisschen gerettet, in der Tat. Vielen Dank für den super Hinweis. Ich werde nunmehr mein Pflanzenöl hier bunkern. Da habe ich ja noch eine kleine... Ja. Ich muss auch mich um was zu essen kümmern. Nee, hatte ich Helium nicht noch in dem anderen? Epoxid. Da. Boah. Ich muss Essen haben. Das macht mich jetzt ein bisschen verrückt. Diese Köder sind auch sehr teuer. Die sind richtig teuer, diese Köder. Kann ich hier... Ah, ich brauche eine Batterie. Kann ich eigentlich eine eigene Batterie bauen mittlerweile? Nee. Ich kann keine eigenen Batterien, die finde ich hier nur. Ich finde natürlich eine. Aber mein Essen ist schon wieder so knapp und hier kann ich auch gar nicht fischen gehen. Kann nochmal raussprinten. Aber wir müssen trotzdem ein Auge aufs Essen haben. Ich hoffe, dass ich oben in den Gewächshäusern was finde. Vielleicht sollte ich das erstmal vorziehen. Kann man eigentlich jederzeit das Befreien drücken und wird nach Hause teleportiert? Es ist natürlich vom Spiel gar nicht so... Ah, warte mal, sind das diese Melonen? Ja, das... Nee, das ist doch keine Melone. Das ist einfach... Aber was anderes Pflanzliches, was ich mit Sicherheit essen kann, oder? Oh, okay.
Minus 15 Wasser und minus 15 Gesundheit. Muss man erst kochen. So, hallo, hallo, hallo. So, hier sind wir im Gewächshaus. Was ist das? Armbrustbolzen, Armbrustbolzen. Ah, guck mal hier. So schön grün. Alles. Oh, guck mal. Kleiner Gartenzwerg. Also Gemütlichkeit, Heimeligkeit gehört auch dazu. Ja, ja, ja. Hier, was ist das da oben? Diese Dinger da. Kaffeenuss. Ach, das funktioniert mit dem Springen. Oh ja. Das habe ich mir gewünscht. Und jetzt bitte selber anbauen dürfen. Das wäre der nächste Schritt. Dass ich dann bei mir so ein schönes Beet baue. Erstmal diese Ebene und dann können wir da noch sicherlich mehr holen. Ah, da ist eine Kette. Da kann ich mich aber droppen lassen. Oh, warte. Nee, da ist noch ein Knödel. Wichtig. So. Zack. Das können wir schon mal scannen, das Gestrüpp. Kletterpflanze mit dicken Stängeln. Biodünger. Hat die auch Stacheln? Kann mir wehtun? Das Messer ist ja sowas von nützlich. Ah, verdorbenes Essen. Na gut, das ist für ein Verzehr nicht geeignet, aber wir können damit... Oh, was ist das? Oh. Ja, nee, dann wollen wir das aber jetzt möglichst nicht anfassen. Das ist gefährlich. Scanner sagt gefährlich. Bolzen. Ja, da gehen wir nicht so dicht ran hier. Aber ich kann das vielleicht dann mit einem Bolzen abschließen. Abschießen, dann brauche ich nur ein Bolzenschussgerät. Was ist das? Ein Vitro-Wassertank. Können wir auch erforschen. Wir werden richtig verwöhnt hier. Große Pläne. Es kommt mir so vor, als hätte sich die Natur selbst gegen uns gewendet. Keiner unserer großen Pläne scheint zu funktionieren. Aus den experimentellen Gärten wurde uns ein spezieller Sprössling zugeschickt, aber er will hier einfach nicht gedeihen. Er entwickelt sich so langsam, dass man ihn für tot halten könnte. Man hat uns erzählt, er sei etwas ganz Besonderes und werde unser Leben revolutionieren. Das war ein Unsinn. Wenn dieses Pflänzchen auf unseren armseligen Böden nicht gedeiht, wie sollen wir es dann an Leben erhalten? Es ist das gleiche wie damals, als sie diese Idee hatten, Tiere in den Gärten zu halten. Wir hatten keinen Platz dafür und nichts, um sie zu füttern, und bis die Jungtiere ausgewachsen sind, vergeht mindestens ein Jahr. Ich bin daher froh, dass sie keine lebendigen Tiere unter dem Smog gefunden haben. Sie sollten einfach alle akzeptieren, dass die einzige Zukunft, die uns Menschen erwartet, das langsame Aussterben ist. Alter, was ist denn das für ein Geschwätz, für ein Fatalismus hier, Defätismus? Hören Sie auf. So. Wir scannen weiter. Ein Pflanzentopf. Ja, bitte, das wollen wir haben. Geben Sie mir den Pflanzentopf. Ich will zu Hause anbauen. Ja, ich weiß. Die Batterie ist bald leer, Leute. Und zwar jetzt. Und wir haben großen Hunger. Ich glaube, es ist Zeit, nach Hause aufs Schiff zurückzukehren. Damit wir
Oh, es ist auch noch unangenehmer Regen. Was ist denn hier los? Okay. Au. Yeah, da sind die Blubberboys da auf der anderen Seite. Die will ich nicht anfassen. Ach, da geht's wieder. Ach so, okay, der hätte ich auch einen einfachen Weg nehmen können. Wo führt mich jetzt diese Leiter hin? Da ist noch ein verdorbener. Oh, schaut mal. Ich habe doch in weiser Voraussicht das hier mitgenommen. Nein! Oh, mega dumm. Ich habe original nur einen mitgenommen. Ich habe gedacht, das reicht. Wie töricht. Das war eine törichte Fehleinschätzung. Das kann ich nicht mehr scannen, weil mein Scanner kaputt ist. Also die Batterie ist leer. No scan today. The scan has gone away. Ja, das ist jetzt sehr ärgerlich. Aber wir müssen jetzt... Da ist mein Schiff. Ich wünschte, ich könnte einfach... In Windeseile. Aber wir laufen da jetzt zu Fuß. Und dann essen wir was Leckeres. Ich glaube, hier ging es hoch. Genau. Zack. Und dann... Au. Autsch. So. Autsch. Ich wünschte, ich könnte hier runterspringen, aber das ist mir nicht gestattet. Stattdessen müssen wir den langen Weg, den beschwerlichen, über die Leitern nehmen. So ein Gleiter wäre super. Könnte ich da einfach rüberfliegen? Das würde mir gut gefallen. Ich glaube, hier kann ich schadlos runterspringen. So, dann... Ey, rein. Werden wir jetzt mal schnell den Kocher anschmeißen. Und diese köstliche Frucht. Ne, nicht die Kaffeenuss. Das hier. Das wird uns gut schmecken. Und dann haben wir hier super viele andere Sachen noch. Biokraftstoff. Die sind neu. Die haben wir, glaube ich, hier aber. Ja. Jetzt haben wir schon 8 Bolzen. Die leeren Flaschen habe ich jetzt gar nicht mehr benötigt. Wie enttäuschend. Den Köder können wir hier ja schon mal einsetzen. Yay! So. Erstmal gucken, was der kann. Was gibt der gekocht? Wo ist der gekochte? Da. 40 Nahrung! Oh, Hammer! 40 Nahrung! Das ist ja super gut. Wir müssen jetzt aber unser Gerät hier aufladen und dafür müssen wir ein Gerätaufladungsgerät bauen. Dafür müssen wir aber wiederum eine Batterie finden. Ja. Der ist auch fertig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was für eine tolle Frucht. Ganz tolle Frucht. Richtig begeistert. So, Wasser, Wasser. Wir sehen, ich muss mich auch ein bisschen wieder um Wasser kümmern. Denn das geht schneller aus, als man denkt. So, da ist die nächste Frucht. Das heißt, wir könnten jetzt... eigentlich haben wir ja kürzlich richtig lang geschlafen, aber das interessiert ihn gar nicht. Sortieren wir mal ein paar Sachen aus. Ja, leere Flaschen. Die kann ich nicht stapeln, ne? Nö, schade. Das bleibt hier. Wir brauchen bald schon wieder Kisten. Das muss ich mitnehmen. Und Biomasse. Das nehmen wir mit. Den Zwerg. Können wir den Luftschiffbau können wir auch hier lassen. Oh Mist. Auch wieder eine neue Kiste. Erstmal stellen wir den Zwerg auf. Der ist ganz schön groß.
dafür, dass der Zwerg heißt. Ja, 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 alles voll. Alles voll, alles voll. Kaffeenuss reduziert die Müdigkeit. Habe ich genug? Ne, ich habe wirklich original nur noch einen. Ne, warte. 34. 34. Vielleicht sollte ich noch eine Kiste bauen. Warum denn? Ich habe doch gerade lecker gegessen. Was kostet die 20? Ein Plastikmüll kostet die aber auch 10 Metalle. So. Boah, ich brauche mal einen größeren Schrank. Die Kiste scheint auch ein bisschen in der Luft zu schweben, oder täuscht das? Nee. So. Machen Sie. Okay, die nächste Lagerkiste, komm. So. Okay. Also packen wir jetzt mal hier. Ich werde. Vielleicht finde ich noch was, aber. Kaffeenuss. Zack, warte mal. Ich hätte doch. Wo war mein Biomüll da? Ach, das ist schon voll. Doof. Irgendwann kann ich auch mal anfangen, das ein bisschen thematisch zu sortieren. Das wäre gar nicht blöd. Zum Beispiel alles, was so pflanzlich ist. Pflanzenöl ja im Grunde genommen auch. Und das. Und das. Oh, jetzt kommt wieder ein Sturm. So, das kommt alles, das kommt wieder raus. Alles, was hier so ein bisschen bio ist, kommt in eine Kiste. Ich finde, dazu zählt auch Pflanzenöl. So, jetzt kommt hier wieder ein Sturm, um ja mal die Tür zu machen, oder? Ich meine, ist schon auch gemütlich, finde ich. So einen Sturm hier auszusitzen. Verdorbenes Essen, finde ich, ist im weitesten Sinne ja auch Biomasse. Okay, hier kommen die leeren Flaschen rein und die vollen Flaschen. Und hier kommt... Alter. Könnten so... Ja, jetzt wollen wir es mal nicht übertreiben. Kriege ich jetzt da wahrscheinlich nicht mehr rein. So sieht's aus. Mist. Ja, da kommen die raus. Das passt nicht mehr und die kommen dann. Boah! Knallt ja richtig. So. Das haben wir auch dabei. Und das Piratenschiff. Das haben wir auch aus irgendeinem Grund. So. Wir müssen ausbauen, Leute. Dazu brauchen wir aber mehr Ressourcen. Naja. Ich finde an der Stelle... Machen wir mal eine Pause. Ich bin schon wieder komplett drin. Es macht einfach echt Spaß. Ich mag das Spiel sehr. Ich hoffe, ihr mögt es auch. Das ist Forever Skies. Und Forever Skies ist noch bis zum 19.09. auf Steam um 25% reduziert. Also wenn ihr nach dem Genuss dieses Let's Plays sagt, ey, das will ich auch gerne mal spielen. Weil es ist eigentlich gefühlt immer noch der Prolog, ne? Wir haben noch nicht mal alles hier erforscht. Das geht gerade erst richtig los. Das ist der Anfang. Also da ist uns eine ganze Welt noch offen. Und wenn ihr Lust habt, die zu entdecken, dann bitte einmal auf meinen... Chatbot, Ausrufezeichen, Forever oder auf die Grafik im, auf der Steam-Seite. Und dann könnt ihr selber das mal kaufen. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei Far From Home für diese Kooperation eines Spiels, was ich ohnehin mag. Das sind mir immer die liebsten Kooperationen. Ich wünsche ganz viel Erfolg und werde das auf jeden Fall weiter genießen, hier dieses Spiel. Und bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Schreibt mir gerne Comments, ob ihr das auch spielen werdet, ob wir das weiterspielen wollen, ob ihr das gerne bei mir auf dem Kanal sehen möchtet. Und das war's von mir. Bleibt am Leben, Leute. Denkt immer dran, genug zu essen und sauberes Wasser.
Das sind die wichtigsten Sachen. Und viel Schlaf. Tschüss.